Gut, stell deine Fragen. Genau, ja, also nee, bei mir ist es so, ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich, also es ist mehr so ein bisschen Aussagen, aber dann kannst du ja vielleicht so ein bisschen sagen, oder mir selbst sagen, wo es hängt vielleicht noch. Ja, also ich merke jetzt mittlerweile, dass es sehr, sehr gut läuft mit deinem Programm, mit deinem Bauplan. Ich bin viel in der Uni. Meine Spiegelbilder sind sehr, sehr lieb zu mir geworden, unglaublich lieb. Es ist prinzipiell, da quetsche ich jetzt gleich einmal rein, Gerne. was dir klar sein sollte. Wir haben drei verschiedene Arten von Spiegelungen. Ja, Es boah, ist sowas. immer der Spiegeltunnel. Wir werden jetzt einmal sehr abstrakt in einen Lernprozess. Dass die Welt, die du dir ausdenkst, sage ich immer wieder, ist das Spiegelbild des Charakters. Das heißt, die Welt, die in einem Computer auftaucht auf dem Bildschirm, die Ausgabe des Computers steht und fällt mit dem Charakter, Abi, auf Hebräisch Abi, API, ich erwähne das immer wieder, das schöpferische Wissen deines Intellekts. Das ist aber Schwamminhalt, den konntest du dir nicht raussuchen. Das Das stimmt, heißt, ja. selbst was du jetzt lernst über die Zähne, wenn du an der Uni bist, all Ja. das ganze Zeug stimmt und Ja. stimmt nicht. Es ist so weit weg von dem, was es wirklich ist, weil es symbolische Bilder sind. Und ich verweise immer noch drauf, wenn du ein anderes Programm hättest, du könntest, wenn du das Wort Mensch hörst, an eine komplett andere Gestalt denken mit einer komplett anderen Funktion. Weil was auftaucht, was dir logisch erscheint, ist schlichtweg abhängig von einem Programm. Alles, was jetzt ein Physiker sich ausdenkt über die Welt des Kleinsten, wenn wir uns jetzt zum Beispiel CERN ausdenken, ist schon sehr interessant, wenn du das einmal anschaust, zerst einmal die Buchstaben. Dann haben wir C. C steht ja schon mal für Licht. Wir können als dritten Buchstaben das auch als G lesen. Ja. Das heißt, wir können das aber auch das C lateinisch als K lesen. Dann kriegst du den Kern. Die versuchen den Kern zu erforschen. Das ist Materialismus. Ich könnte jetzt wieder, wenn du willst, ein 400-Seiten-Buch aus dem Wort machen. Allein Ja. was drin ist. Das ist Wahnsinn, Es ist, ja. dass ich immer wieder nur betone, aber ich bleibe mal bei dem Programm, dass du eine Welt erlebst und die Welt baut auf deinem Intellekt auf. Ja. Und wenn du Geist bist, ist das Erste, ist Demut. Ja. Demut ist nicht einseitige Rechthaberei. Nee. Demut, wenn ich solche Äußerungen höre, ich zerstöre den Chat. Es geht niemals um Figuren, die du dir ausdenkst. Ja. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ja, stimmt. Das heißt, beobachte dich im Kleinen. Die letzten Selbstgespräche, ich erwarte jetzt letztendlich, wenn du frei werden willst, ich Ja. zeige dir den Weg nach innen, nicht nach außen. Frei werden aus dieser ausgedachten Welt, wo du dich selber hineindenkst als einer von vielen. Ja, das ist Du super. brauchst kein intellektuelles Wissen. Ich sage immer wieder, du musst nicht auffächern können. Du brauchst Liebe, allumfassende Liebe und Vergebung. Ich erzähle dir vorneweg eine kleine schöne Geschichte. Und zwar aus dem Kinofilm Schindlers Liste. Ist ein altes Beispiel von mir, wie der schon ins Kino gekommen ist. Ist ja grausam, wir wollen ja nicht über Moral reden, aber da ist ja dieser vom KZ, dieser Direktor, und der ist willkürlich, der ist wie ein wildes Tier. Es Ja. ist diese Arroganz im Menschen, der hier durchgeht, wenn ihm was nicht passt, dann schießt du die einfach nieder, so wie du Ja. niederschlägst, wenn die dich aufregen. Und dann kommt dieser Schindler in ein Gespräch mit diesem Direktor und er sagt, er hat ja die Macht über diese Viecher. Ich mache jetzt das einmal in meinen Worten. Und dann erklärt ihm der Schindler ganz geschickt, dass er ihn da nicht ganz beisprechen kann, weil Macht hat nichts damit zu tun. Jeder Idiot, wenn er eine Waffe hat, kann andere abknallen. Ja. Das hat mit Macht nichts zu tun. Macht hat der, der in der Lage ist, jemanden zu begnadigen. Ein wirklicher Herrscher, ich sage, ich kann jetzt eine Waffe, ich kann den größten Idioten eine Waffe geben und den kann ich dann rum oder einen Baseballschläger, der kann durch die Stadt gehen und auf die anderen einprügeln. Ist er dann mächtig? Wenn er jetzt durch das KZ geht und knallt die einfach ab oder tritt die in die Eier, egal was er macht, das hat auch mit Macht nichts zu tun, weil die nichts dagegen tun können, weil ja Haufen Wachen rumstehen und wenn die ihn angreifen, den Gefängnisdirektor, dann werden sie eh abgeknallt. Das hat auch mit Macht nichts zu tun. Aber zu sagen, du bist ein Gefangener, ich begnadige dich, das kann nur, das ist Macht. Und dann gibt es diese schöne Szene, auf die habe ich schon mal hingewiesen, wenn man den Film sieht, da ist er so eigentlich nicht wichtig und dann doch wieder wichtig. Wo er dann durchgeht und irgendwann riecht dann wieder ein Gefangener auf und dann zieht er schon die Waffe und will dann abknallen und dann kommen die Sätze von den Schindler in den Sinn. Und dann schaut er so und dann schiebt er die Waffe wieder ein und macht so. Über den Gefangenen, ich begnadige dich. Und dann läuft er mit einem super guten Gefilter Macht weiter.
Ja, Weil stimmt. das Gehen ihn hätte ihn abgeknallt und er merkt jetzt, Wahnsinn. es nicht zu machen, sondern zu sagen, ich verzeih dir. Das ist Größe. Ja. Natürlich ist das jetzt in dem Fall nicht Größe, sondern das ist auch wieder bei dem ein Aufblähen des Egos. Und da gibt es dann so eine schöne Stelle, wo er dann den Mächtigen, dann nimmt er so eine Cäsar-Pose ein, so eine Nero-Pose ein. Ja. Römischer Imperator und stellt sich dann so ganz stolz vor dem Spiegel hin und dann macht er so diese, am Spiegel begnadige dich und er schaut sich im Spiegel an, wir sind noch bei den Spiegelungen, Ja. wie edel das aussieht, wenn er jemanden begnadet. Das sind Ego-Trips. Alles Ego-Trips. Ja. Und jetzt komme Ja. ich kurz zu den Spiegelungen. Das heißt, der erste klassische Spiegel hat ja bloß eine sogenannte horizontale Spiegelung rechts-links. So sehr interessante Frage. Ich mache mal als Udo, als Kind habe ich mich gefragt, warum tauscht eigentlich ein Spiegelbild rechts links aus, aber nicht oben und unten? Ja, das ist meine gute Frage. Das ist keine gute Frage, das ist ganz einfach zu beantworten, weil du hier nämlich zwei Augen hast und hättest du die Augen hier und hier, dann wird sich oben und unten austauschen. Da Ja. du die Augen hier hast, weil du ja immer die Nulllinie spiegelst. Wahnsinn. Das ist Ja. jetzt das Schöne. Also pass auf, das normale Spiegelbild tauscht rechts, links. Wenn du in einen Kantenspiegel, ich sage jetzt absichtlich in einen Kantenspiegel, normal nennen wir das die zweidimensionale Eckspiegeldarstellung, verabrede, reinschaust, dann siehst du dich, wenn du das einmal ausprobierst, wenn du so einen Kantenspiegel baust mit 90-Grad-Winkel, dann siehst du, wenn du in den Spiegel schaust, dich ganz normal, wie du dich jetzt siehst. Das sind all die Videos, alles, was ich dir jetzt erzähle, ist auf zig Videos drauf. Dann siehst du dich genauso, wie ich dich jetzt sehe, also ein Gegenüber dich sieht. Ja. Das ist übrigens sehr, ich muss das jetzt nochmal wiederholen, weil viele fällt ja der Background, die meinen, die müssten da rausrotzen und rausrotzen. Und ich sage immer wieder, diese kleingeistigen Idioten, die hier am meisten die Fresse aufreißen, in einer Form von Aggressivität und Nein sagen, dass denen elementares Wissen fehlt. Und ich erkläre das jetzt den Geist, der mich ausdenkt und nicht irgendeinen dieser Idioten. Ja. Ich sage immer wieder, es macht keinen Sinn. Du verlierst dein geistiges Bewusstsein, wenn du meinst, du müsstest irgendeinen Gedanken von dir was erklären. Dasselbe, du hast es auch verloren, wenn du anfängst, mit irgendeinem Gedanken von dir zu streiten, weil dann hast du dich schon mit einem Gedanken von dir verwechselst, dann bist du ein Tier unter Tieren und dann bist du auf dieser Vergessenheitsebene. Wahnsinn, ja. Ja, es stimmt. Ich Das merke das, ist ich der rutsche meine. Schlüssel auch, egal wer du jetzt bist oder was du bist, wenn du das vergisst, dir muss eins klar sein. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Udo geht mit seiner Frau spazieren. Ja. Das denkst du dir jetzt aus, das sind nur Worte da. Jetzt sind nur Worte da. Du vergisst es immer mit dem ganzen Holo-Feelings, weil du vergisst das Wesentliche, was mir wichtig ist. Ja. Okay, wir denken uns jetzt diese Szene aus, Udo geht. Ich könnte jetzt auch sagen, Udo geht mit Moritz spazieren. Dann haben wir in gewissem Maße in Gesprächen einen Lehrer und einen Schüler. Das ist These und Antithese. Aber zu These und Antithese gehört immer eine Synthese. Die Frage, wer denkt sich die beiden aus? Ja, Jetzt der. pass auf, Udo geht mit Marion spazieren. Ich sage ganz definitiv, egal was ich jetzt als Udo spreche, das hört nicht die Marion, die wir uns ausdenken. Auch wenn das den Eindruck hat, wir können zur Situation denken, dass der Udo so laute Selbstgespräche führt, die Person Udo und die Marion hat es schon tausendmal gehört, die denkt in dem Moment an was ganz was anderes. Ja, Es kann aber stimmt. auch sein, dass die Marion aufmerksam zuhört. Ja. Umgekehrt genauso. Aber es kriegen niemals die ausgedachten Figuren, die Protagonisten in den Traum mit, sondern bloß der, der sich jetzt das ausdenkt. In dem Augenblick, wo du dich aber mit einer Figur verwechselst, dass du jetzt, wir bleiben mal jetzt bei dem Beispiel, Udo und Moritz gehen miteinander spazieren. Ja. Das ist jetzt eine Information in den Geist, der sich das ausdenkt. Ja. Und jetzt ist es also so, dass alles, was du erlebst, wird von dir geträumt. Wenn du diese höhere Ebene hast, dann muss dir klar sein, du träumst, was der Udo in deinem Raum spricht. Und du träumst auch, wie Moritz Programm darauf reagiert. Ja, Erst stimmt. wenn du diese Ebene hast, kannst du in die Kisten reinschauen. Dann ist dir bewusst, dass alles, was ich mir in die Köpfe reindenke, dass das nur existiert, wenn ich das denke. Wenn ich jetzt als träumender Geist glaube, ich bin der Moritz und ich höre sehr aufmerksam den Udo zu, habe ich den Fokus nur auf die Worte von dem Udo, der in meinem Traum als Figur spricht, was mir aber überhaupt nicht bewusst ist, dass das, was ich Geist jetzt davon auf
ich drücke es anders aus. Diese Vorstellungen, die Worte von dem Udo, den ich mir ausdenke als träumender Geist, die sich jetzt in mir aufbauen, basieren ja auf dem Wortinterpretationssystem von dem Moritz-Programm. Ja. Und der Sinn ist eigentlich, dass ich das Moritz-Programm durchschaue, das lasse ich aber vollkommen unangetastet, weil ich höre den Udo zu. Hören du das, der Geist, der beide austräumt, und du sollst den Fokus verlagern auf dein Interpretationssystem. Mhm. Verwandlung der Welt ist unendlich einfach. Und Sätze, die einfachen Sätze, die ich ständig wiederhole, die rauschen bei geistlosen Tieren einfach durch. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ein ausgedachter Ugo, ein ausgedachter Stefan, jetzt zeitaktuell in unserem Chat, sind geistlose Tiere. Ja. Der Geist, der sich die ausdenkt, ist der Geist. Es kann durchaus sein, dass du jetzt der Stefan oder der Ugo bist, aber du wirst feststellen, du hörst nicht auf das, was der Udo dir sagt. Weil du nur wie eine Maschine weiter agierst, reagierst, immer wieder mit dem Satz, ich kann nicht anders, ich kann nicht anders. Und ich sage, wer bestimmt jetzt das? Du lässt dich komplett von dem Ego manipulieren. Wenn du mich jetzt sprechen hast, bist du Geist. Und ich wiederhole nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Das ist eine kleine Episode, dieser Chat. Mhm. So schnell der in dir aufgetaucht ist, wird er sich wieder auflösen. Dann bist du im Meer noch da, aber mit dem Gefühl, du bist der Stefan. Täglich grüßt das Murmeltier. Oder du bist der Ugo, oder du bist der Moritz. Es wird sich nichts verändern, weil du nur ständig deine Gedanken verändern willst, aber nicht das Programm. Ja, ja, das stimmt. Ich bin Gott gebe mir die Kraft, all das zu ertragen, was ich nicht verändern kann, und gebe mir die Demut, das zu verändern. Ich drücke es jetzt einmal anders aus, was ich verändern kann, und die Weisheit, das eine von anderen zu unterscheiden. Das ist ein Beispiel, habe ich auch schon hunderte Male erwähnt. Ja. Der Witz ist, ihr wollt ständig was verändern, nur nicht an eurem Ego. Ja. Ja. Alles. Rechthaberische Menschen kotzen an jedem rum. Die Ursache ist ihr einseitiges Wertesystem. Und was sie als heiligen Gral überhaupt nicht anfassen. Ja. Das ist ihre Logik, ihr Ego. Genau, ja. Ja. Bei mir jetzt noch mal raumzeitliches Geschwätz. Ich habe einen Lernkompan gefunden, mit dem ich ganz gut klarkomme, der so ähnlich... Als wir so raumzeitliches Geschwätz hatten, kam so ähnlich raus, dass wir so aus demselben Familienstamm kommen, also die Mutter immer sehr viel mit uns geredet hat und so und für uns sehr da war und gesagt hat, wir diskutieren die Sachen aus. So, das hieß, man musste eigentlich immer prinzipiell zuhören. Und ja, dann hat er halt so gefragt, warum ich denn so stark bin, also diese Stärke symbolisiere mittlerweile und immer grinse und lache. Ich freue mich halt immer, weil alles zu mir spricht. Und ja, dann habe ich immer versucht, so langsam, peu à peu, habe ich gesagt, halt, ja, guck mal, aus dem Wort, kann man so als Beispiel nur sage ich, kann man aus dem Wort Gold, wenn man das Vokal ändert, Geld machen. So, und dadurch, einfach, Geld gab es ja damals nicht, damals hast du mit Goldmünzen bezahlt. Und dann sage ich so, und jetzt musst du dir vielleicht sagen, dass man zu einem Löffel auch Kelle sagen kann. Und dann kommt langsam Flexibilität in deinem Leben. Und er gleich, abgestürzt, geht gar nicht, nein, ich kann ja nicht. Geht noch einen ganzen Schritt weiter. Du bleibst jetzt immer bloß einmal bei den Synonymen oder den Lautwesen. Aber es ist ein ganz einfaches Beispiel, dass ich sage, was du aufbaust, du wirst in dieser Satz im Anfang Wort das Wort. Ja. Und ich kann immer nur wiederholen, auch wenn ich sage, ich wiederhole und wiederhole, weil ich eine unendliche Geduld habe. Mir geht es nicht um den, der du zu sein glaubst, der keine Überlebenschance. Ein Enosch, ein sterbliches Säugetier, die Menschheit... Es sind Gedanken, es sind Wellen. Es sind Gedankenwellen von dem, der ewig ist. Ja. Und du frisst dich in ein Spiel fest und wiederholst. Das gilt für beide Seiten. Wir können uns jetzt hier irgendwelche Nestbeschmutzer in einen Chat reindenken und irgendwelche, die darauf reagieren. Es sind beides Mechanismen. Der reagiert, kannst du schon etwas anschauen, dir bewusst machen, was jetzt da ist. Was ist jetzt da? Ich wiederhole immer wieder dasselbe. Mach dir einfach bewusst als Geist, was ist jetzt da? Ja, dann wirst du das einmal an dich als Körper denken. Ja. Du sitzt jetzt vor dem Computer. Mhm. Du hast ein eigenständiges Programm. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und jetzt in diesem Moment siehst du vor dir einen Monitor und da sind noch zwei Pixelmännchen drauf. Mhm. Das heißt, da ist jetzt ein echter Mensch aus Fleisch und Blut. Ja. Als Information natürlich nur, wenn du an diesen Körper denkst, was ich jetzt bezweifle, dass das der Fall war vor jetzt gedachten 5 Minuten. Ja. Ja. Und die zwei Pixelmännchen und es sind Geräusche da, die jetzt nach deiner Definition aus einem Lautsprecher rauskommen, der übrigens die ganze Zeit nicht existiert hat. Genauso wenig wie dein Kopf, deine Beine, über Begriff Körper, weil alles, was existiert, existiert nur in dem Moment, wo du dran denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das stimmt, ja.
Das ist Es ist so. hundertprozentig Das macht sicher. das Und in Leben. dem Moment, wo du jetzt diese Geräusche hörst, das ist jetzt gleichgültig, ob das jetzt, ich nenne es nochmal, die Worte Geräusche sind oder ob jetzt das Schriftzeichen auf dem Monitor wäre. Du wirst mit Worten konfrontiert und diese Worte, dein Programm, dein momentaner Intellekt macht aus diesen Worten wie ein Computer aus Pünktchen und Strichen, aus Programmzahlen, so denken wir uns das. Ja. Morsecode, habe ich öfter gesagt, sind nur 1 und 0. Ja. Ja, Sich hast das recht. in gewissen Sequenzen, die wir uns jetzt denken, Worte, Sätze draus waren und dein Programm macht aus dieser Struktur, aus diesen Worten Vorstellungen. Ja. Ich gehe jetzt nicht ins, das die meiste Zeit so, wenn es Wort ist, magst du dir nicht einmal bildliche Vorstellungen, aber da ist so ganz klare Sache. Und in dem Moment, wo du dieses Prinzip, die Vordersprache verstehst, das ist einmal eine höhere Ebene. Aber was du jetzt schon nachvollziehen könntest, dass du aus denselben Worten komplett andere Bilder machst. Ich sage immer, das ist das Beispiel mit Sprichwörtern. Ja. Der Sinn, es ist nicht verstanden, sonst wird sich das jetzt nicht in dir wiederholen. Oder du nickst eigentlich Wissen, wo ich sage, das wiederholt sich. Lügen haben kurze Beine. Da wird Ja. jetzt der logische Mensch, der das Sprichwort nicht kennt, der das noch nie gehört hat, wird sagen, was ist das für ein Blödsinn? Lügen haben doch keine Beine. Wieso? Wie sollen Lügen Beine haben? Wie muss ich mir Lügen als Menschen vorstellen oder was? Ja. Ja, Ja, der es Mensch, der Trockennasenaffe ist eine einzige Selbstlüge. Der Mensch, an den du jetzt denkst, ist deine eigene Lüge, weil du sagst, das bin ich. Richtig, ja. Das, wenn ich morgens aufstehe Verstehst du oder so, nicht, du als bist der, der sich's ausdenkt. genau. Du wirst irgendwann nochmal merken, ich mache jetzt einmal, ich zitiere mal einen Satz, eine Selbsterkenntnis. Bevor du nur den Zustand kriegst, dass du vorm Spiegel stehst, du siehst das, was du ein Leben lang so sein geglaubt hast, im Spiegel und du hast das Bedürfnis, dich anzuspucken. Dass du Ja. sagst, was bist du für eine bärmliche Kreatur? Ja. Ein Viech. Das ist übrigens sehr interessant. Auch wieder, bei mir ist wieder auch wieder andersrum. Das ist übrigens sehr interessant. Ich sage, das ist ja Punkt, das ist ein Übergangswechsel. Das ist, wenn du die alten Paracelsus-Schriften liest, 1510 hat er was Schönes geschrieben, dass er ganz einfach sagt, der Mensch ist bloß ein Viech. Und dieses Deutsch, dieses alte Deutsch war ja andere Norm, eine Rechtschreibnorm in der Richtung hat es ja nicht gegeben. Da schreibt er nur ein V-I-C-H. Okay. Ein V-Ich. Ja. Der Mensch ist ein Viech, aber V steht ja für Bistabil. Das heißt, das sind zwei stabile Zustände. Wahnsinn. Das heißt, Ja. denke ich jetzt definitiv, das ist wie wenn ich bistabil heißt jetzt zum Beispiel, ich kann ja jetzt entweder nur an hell denken oder an dunkel denken. Das ist bistabil. Entweder ist das oder das. Ja. Das ist der Blödsinn. Ja, richtig. Weil entweder ist hier eine Welle oder ein Dahl. Das habe ich so oft gesagt. Ja. Das ist dumm. Es gibt keine Welle. Ein Wellenberg oder ein Dahl. Eine Welle ist beides gleichzeitig. Ja. Denk wieder an mein erhobenes Bewusstsein, das ich aufgrund eines heliozentrischen Weltbilds dieses erweckte Wissen, Erde, eine Erdkugel, KGL, wie eine Welle. Ja. Wie gesagt, merkst du schon, wenn ich das sage, wenn einer die Vordersprache nicht kennt, kommt er doch nicht mit. Richtig, Wenn ja. du dein Wissen erhebst, dies jetzt bewusst alles, was ich denke, mache ich zu einer Vorstellung. Das Ja. heißt, wenn ich jetzt an das Wort Erde höre, denkt jeder normal materialistisch programmierte Mensch an eine Kugel, KGL. KGL auf Hebräisch heißt wie eine Welle. Und da weiß ich, da ist eine Seite hell und eine Seite dunkel. Ja. Und auch wenn sich die Erde dreht, Wahnsinn, da fängt schon an. Ja. bleibt eine Seite hell und eine Seite dunkel. Die dem Licht zugewandte Seite bleibt hell und die abgekehrte Seite bleibt dunkel. Aber beides ist gleichzeitig in dem, in der Synthese. Die Synthese ist der, der sich's ausdenkt. Das Ja. heißt, du bist die Synthese für alles, was für die alle Widersprüche, die du dir ausdenkst, bist du die Synthese. Das ist kein esoterisches, religiöses Geschwätz. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt könnte ich nochmal sagen: Was ist das verbindende Parameter für all die Dinge, die du dir ausdenkst? Immer der, der Was sie. hat ein ausgedachter IQB oder Udo Böttcher, ein Stefan, ein Uhr, ein Moritz und Konsorten gemeinsam? Der, die sie sich ausdenkt. Richtig. Dat wam assi, heißt sie meinen Upanishaden. Das bist du. Ja. Wahnsinn. Hast Es ja gibt auch, jetzt schreibst du die auch in deinem Buch Upanishaden, drüber. die heiligsten Schriften der Hindus, kann ich auch so UB Ja. im Hebräischen El Hayom, Gott das Meer. Sobald diese UB
zu einem Ani wird, dann hat er wirklich einen Schaden. Ja. So kann ich jetzt mal lustig Ubani Schaden übersetzen. Im Sanskrit heißt das natürlich dann was anderes, aber das ist jetzt das Schöne an den Worten, dass du mit Worten konfrontiert wirst und du hättest die Möglichkeit, du magst, ich drückst das, was Ist-Zustand ist. Ist-Zustand ist, dass du, wenn du mit irgendwas konfrontiert wirst, es geht ja nicht darum mit den Worten, dass du aus den Worten jetzt zum Beispiel in einem Chat oder in einer Zeitung Vorstellungen machst. Es geht ja schon, dass du mit einer extremen Hartnäckigkeit, wenn da Roland drüber steht oder Stefan drüber steht oder Ugo drüber steht oder was auch immer, dass du mal dir jemanden ausdenkst, der das angeblich erschaffen hat, diese Worte, ja, der die da reingestellt hat. Dann ist noch eine Uhrzeit, was ganz trügerisches, weil das war ja heute Morgen um 6. Ja. Oder ja. Gestern Abend um 22.10 Uhr, wo er das reingeschrieben hat. Das steht doch alles gar nicht da. Nee. Da stehen doch nur Schriftzeichen und Zahlen. Das sind auch Schriftzeichen. Das ist das zwanghafte Programm, das dich hier gefangen hält auf dieser Ebene. Ob du eine Zeitung liest, ob du in einem Chat bist, das steht, dann hört ihr den Weißenburg-Vortrag nochmal an, dass ich sage, in dem Moment, du hast ständig wechselnde Bilder und ein Bild wie Ilet R. im Kinderweg, ein Bild, es entsteht in dem Moment, wo es in dir zu existieren anfängt. Dein Mechanismus zwingt dich ständig zu der Rede, der manipuliert, manipuliert dich. Ja. Du ja, redest das, mit dieser geistlosen Logik ständig ein, dass da irgendwo außen wo andere sind, die dieses oder jenes gemacht haben. Du weißt genau, wer für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich ist. Wer für die KZs verantwortlich ist. Du kennst natürlich wieder Verschwörungstheoretiker, die genauso Schwätzer sind. Alles, was ihr schwätzt, ihr hängt in ganz persönlichen Programmen, die aufeinanderprallen und sich gegenseitig ihre Dummheit, ihre Nichtkompatibilität vorwerfen. Ja, es ist so. Das ist das, was ist. Wir reden von dem, was ist. Ja, es ist so. Und erwarte jetzt bitte nicht, dass zuerst ein Gedanke von dir das begreifen muss, bevor dass du dann sagst, das kann ich auch glauben. Ich sage, du musst der Erste sein und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, die große Chance. Mach dir keine großen Gedanken über deine Gedanken. Ja. Die sind nämlich schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Dazu müssen wir aber loslassen können. Ja. Das stimmt, sind Flügelschläge des Schmetterlings, wo ich sage. Beobachte dich einfach, wie du resonierst, wenn du einer reinschreibst. Und wenn da wieder hier von was weiß ich, 22 Uhr bis morgens 4 jetzt bewusst ausgedacht, plötzlich du hier dir die Finger blutig kreuzt, weil irgendwelche zwei Idioten ein Privatgespräch in dem Chat halten. Ja. In den Chat zu müllen. Merkst du nicht, das ist eine Interpretation, das, was du siehst, ist doch, du magst, wo das herkommt, wie lange das gedauert hat, du stellst dir Zeiträume vor, wie das gedauert hat. Es sind, wenn du es kreuzt, ändert sich nur die Konstellation der Helligkeiten und der Farbzustände auf deinem Bildschirm, ohne dass sich da was durch Raum und Zeit bewegt. Das ist das, was ist. Ich sage immer wieder, bevor wir uns geistreich unterhalten, machst du dir jetzt erst einmal bewusst, was jetzt da ist. Und dann machst du dir bewusst, warum das jetzt da ist. Und jetzt sind wir in dieser berühmten Kategorie 3. Die Kategorie 3-Fragen musst du keinen, diese Fragen musst du keinen stellen, weil die sich von selbst beantworten. Warum ist jetzt das als Information in mir vorliegen, was ich jetzt sehe? Weil ich es mir ausdenke. Ja. Und wo ist es? Und wann ist es passiert? Es ist hier und es passiert jetzt. Und dieses Warum können wir jetzt erweitern? Warum ist es? Weil ich es mir denke. Und warum denke ich mir das jetzt aus? Weil ich habe mich über nichts und niemanden, das hast du mal aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Ja. Solange du diese Ebene nicht hast, was jetzt übrigens an den Bildern überhaupt nichts ändert, wenn du die Ebene hast. Jetzt wirst du zu diesem Beobachter, der nicht mehr reagiert. Und jetzt sage ich immer und immer nochmal, verlagere deinen Fokus auf das, was du machst. Und dann wirst du merken, ein Ugo sagt, ich kann nicht anders, ich kann nicht anders, ich muss, ich habe keine Konzentration und ich habe ja versucht, es zu lesen, aber ich komme 2, 3 Zeilen, dann gleiten meine Gedanken wieder weg, weil du absolut, was habe ich heute Morgen geschrieben, weil du nicht in der Lage bist, in irgendeiner Art und Weise das die in dir zu beherrschen. Ja. Das ist ein großer Scheißergeist. Du bist Geist, weil du bist jemand, der was erlebt. Du erlebst das Leben, das du zurzeit erlebst. Und es ist wie jetzt wieder in deiner symbolischen Vorstellung eines Trockennasenaffenlebens. Da ist eine Phase, wo du in die Windeln scheißt. Da kannst du nicht, da brauchst du Mama und Papa, die dir den Schnudder reinhauen. Mhm. Ja. Und es ist eine Sucht. Alter, ich habe einen Vortrag, wo ich sage, ich weiß, wie das ist. Ein Entzug, ein kalter Entzug. Ich habe nächtelang vor Schmerzen gebrillt. Ich war, vor vielen, vielen Jahren war ich Nuki-süchtig. Und dann haben mir meine Eltern die Droge weggenommen.
Nächtelang, ein Kalteentzug, nächtelang gebrüllt. Ja. Wer will denn schon seine Nuki weggeben? Was ist dein Nuki? Zum Beispiel auch deine Rechthaberei. Die Rechthaberei wiederum, diese einseitige, ich mache jetzt extra widerliche Worte und ich verweise auf einen Vortrag, wo ich sehr oft verwiesen habe, 2001 bei Reut, wo ich sage, wenn du den Eindruck hast, wenn der Udo in dir auftaucht, als Pixel oder was auch immer, dass er eine einseitige Meinung vertritt, weil du aufgrund der Interpretation dieser Bilder jetzt meinst, er ist für oder gegen was. Du Nee, genau interpretierst so. schon der Physiognomie eines Trockennasenaffen. Ja, das ist auch das, was ich gerade eben Du frage. musst dein jegliches Verhalten selber bewusst werden, indem du dich wertfrei beobachtest. Ja. Jetzt ist bei mir so, wenn ich jetzt als Beispiel in der Uni bin und dann quatscht man mit seinen eigenen Gedanken, aber jetzt sage ich mal einfach mit den Leuten und dann kommen immer wieder seine eigenen Spiegel auf einen zu und man unterhält sich da ganz nett, dann fällt mir halt immer auf, dass gerade die Leute, die, keine Ahnung, ich sage dann als Beispiel, was weiß ich, mich nervt das, dass die mehr in Aquarien in ihrer Praxis investieren, als in die eigentlichen Materialien, um Menschen zu helfen. Das zeigt mir das und das. Ist natürlich wieder eine Einseitigkeit, weiß ich auch. Und dann kommen die mittlerweile schon an und sagen direkt, ja, aber vielleicht will die ja eine schönere Praxis haben einfach. So, damit die Leute gerade durch die schönere Praxis kommen. Da sage ich, da ist aber doch dann der eigentliche Inhalt verloren. Nämlich das Arbeiten, dass Menschen helfen. Und dann kommt wieder, ja, aber du musst ja auch mal sehen, dass sie so und so ist. Das heißt, immer dieser Beschützerinstinkt von anderen Leuten, aber im nächsten Augenblick kommt dann so, ja, hast du dann gesehen, wie die mit dem da rumgeschrien hat oder so? Und dann, ja, dann muss, also man selber muss dann ja sagen, so mehr oder weniger, zu Du der wirst Meinung. mit Bildern konfrontiert, du wirst nur mit Bildern konfrontiert, verlagert den Fokus auf deine Interpretation. Es ist, Ja. es gibt nur dich, es gibt in den Traum ein Satz, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und wenn du anfängst, dein Programm, deine Meinungen zu erweitern, verändern, immer wieder darauf hinweisen, ist nicht vom Guten zum Schlechten oder vom Schlechten zum Guten werden, sondern der werden, bewusst der werden, der sich immer beides gleichzeitig ausdenkt. Immer dann im Hintergrund noch 16 Perspektiven haben, die ich gar nicht detailliert jetzt eingehen will. Ja. Dann wirst du feststellen, du musst der Erste sein. Die Welt, lass uns zu den Spiegeln zurückkommen, die Welt ist ein Spiegelbild deines Charakters in unendlich vielen Facetten. Das heißt, die Scheißwelt, die du erlebst, ich garantiere dir jetzt eins, je nach deinem Charakter, das geht absolut den Bach runter, du wirst den grausamsten Krieg und den Menschenkampf erleben, den du dir momentan noch gar noch nicht vorstellen kannst. Und du wirst leiden ohne Ende, ohne dass dir selbst was passiert. Wir nennen das einen ewigen Albtraum. Und du hättest jetzt die Möglichkeit auszusteigen, indem du einfach zu Liebe wirst. Aber die Liebe meine ich nicht die blaue Liebe. Die blaue Liebe ist die Liebe zu Einseitigkeiten. Die rote Liebe ist allumfassend. Elementares Holo-Feeling-Wissen. Liebe rot geschrieben besteht aus Lieben und Hassen. Du kannst erst etwas lieben, wenn du hierarchisch gesehen, hierarchisch vorher hast. Hassen heißt etwas minus, etwas auseinanderreißen. Du Ja. musst dich selbst zuerst einmal als Mensch, dich als Trockennasen, als Figur denken. Und dann eventuell eine zweite Figur oder irgendwas anders denken, dass du als der ausgedachte Mensch was zum Lieben hast. Weil weder dein Körper noch Überbegriff Mensch, weder du Mensch, noch Dinge, die du Mensch liebst, können existieren, wenn nicht beides da ist. Aber existieren, existere, heraustreten muss erst einmal ein ausgedachter, wahrnehmender, empfindender Mensch und etwas, was er sieht, was er denkt, was er empfindet. Ja. Aber ausgedachte Sachen haben als Ding an sich keine Empfindung. Stimmt auch. Das Hassen, Lieben und Hassen ist wie Plus und Minus. So oft gesagt, Kleiner. Das sind Sachen, die kannst du hunderte Male hören, wenn du alte Selbstgespräche anhörst. Ein Tag besteht aus Tag und Nacht. Ja. Wobei Tag, du merkst, Tag ist derselbe Name wie der rote Tag, der in Tag und Nacht auseinanderfällt, ist wie hell und dunkel. Und die helle Hälfte, die Plushälfte nennst du genauso wie das heilige Ganze. Die Liebe zerspringt in Lieben und Hassen. Die Plushälfte, die Verbindungshälfte nennst du zwar genauso wie das heilige Ganze, das zersprungen ist in Plus und Minus, Lieben und Hassen, der Tag in Tag und Nacht. Aber du darfst das nicht verwechseln. Die rote Liebe, die selektiv ist, das liebe ich, heißt, dass du alles, was du nicht liebst, da muss ja was da sein, was du nicht liebst. Das fällt bei der roten Liebe vollkommen. Da gibt es nichts, was du nicht liebst. Ja. Das Meer sagt, ich liebe alle meine Gedankenwellen und nicht nur die Berge oder die Täler von der und der Welle.
Da kommst du in die Selektion. Stimmt, ja. Das ist tiefe Weisheit, was ich dir jetzt mitteile. Auf jeden Fall. Aber Weisheit kann nur von Geist verstanden werden. Ja. Selektiver Rechthaber, und das ist ein Test. Das Leben ist ein verdammter Test. Das ist keine Schuldzuweisung an ein Uwe und ein Stefan-Programm. Nee. Wenn du ich bist, dann sagst du, ich nehme die Schuld auf mich. Wer träumt das jetzt? Wer träumt das jetzt? Stell dir jedes Mal die Frage, wer träumt das jetzt? Ja. Tätowier dir das, wenn du vergesslich bist, groß auf deinen Arm, dass immer, wenn du abstürzt, schau auf den Arm. Wer träumt das jetzt? Ja. Ja, das macht. Wer denkt sich das jetzt aus? Wer träumt das? Wer denkt sich jetzt den aus? Nein. August Brüssel, was ist das eigentlich? Ein Nichts, ein absolutes Nichts. Ja, ist so. Ja, ich auch. Und wir was alle. Du denkst, wird so sein, wie du dir es denkst. Es ist keine Schuldzuweisung an einen Ugo oder an einen Stefan oder an einen Ron. Der Ron hatte ja auch schon mal vor deiner Zeit den Schreibdurchfall. Ron war ja noch viel, viel krasser wie Ugo und Stefan zusammen. Ich habe mal innerhalb von 24 Stunden über 600 Einträge vom Ron gezählt. Und der hat dann nur immer wieder gesagt, endlich mal die Fresse halten. Wahrlich, ich sage euch, ich bin UB. Puff, 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 puff. Ja. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Aber da ist er mittlerweile rausgewachsen. Da ist er, hat er sich jetzt eines Besseren bewährt. Ich könnte dir noch etliche Namen sagen. Und das ist jetzt nur immer für den Geist, der damit konfrontiert war. Du kannst dir so viele Geister denken, die wissen von dem Chat überhaupt nichts. Ja. Aber ausgedachte Geister sind keine Geister. Und auch immer wieder dran sagen, wenn das Ego sich aufbäumt, was denken jetzt die Leute von mich, wenn der Udo mich absaut? Ich sau doch dich überhaupt nicht ab. Ich erkläre dir, was du bist. Und Gedanken, soll ich mir Gedanken über Gedanken machen? Die sind doch schon weg, wenn ich sie nicht mehr denke. Hast du schon die Fähigkeit, einfach loszulassen? Was meinst du, was passiert, wenn du plötzlich, wenn dir derjenige, der du jetzt zu sein glaubst, den du jetzt in dem Moment schnippkörperlich empfindest, wo du sagst, das bin ich, das ist auch besser, das war ich ein Leben lang, jetzt im Moment bin ich es wieder, dieser Körper, dieser Mensch, menschliche Körper. Was meinst du, wenn die dir vollkommen gleichgültig geworden ist? Wenn du überhaupt kein Bestreben mehr hast, den seine Wünsche zu erfüllen, weil die Wünsche entstehen ja aus dem Programm, das dich auch aufzwingt, dir zu suggerieren, dass du dieser Körper bist und dass ohne diesen Körper und ohne das Gehirn in dem Kopf dich ja gar nicht geben würde. Das ist doch das ganze Geschwätz, das du in deinem Kopf verwirklichst. Mit all den Ängsten, die dazugehören. Mit all den Wünschen, die du hast, wo du sagst, das brauche ich. Ja. Ob jetzt das ein Bosche, eine Freundin, eine hübsche Freundin ist, ist doch alles Programm. Richtig, ja. Es ist alles Programm. Und es ist auch gut, lass es laufen, aber löse dich davon, wäre absolut, wo ich sage, zu dem Beobachter von diesem Programm. Das Erste, wo du jetzt dran arbeiten solltest, und den Weg kann man nur ganz alleine gehen. Da musst du nicht so niemanden von irgendwas überzeugen. Nee, darum ist es, dass ich auch die Hilfestellung, wenn ich jetzt als IUB, als Udo, als Schriftzeichen auftauche, wo IUB drüber steht, was auch immer, sind auch nur Gedanken. Ja. Meine Adresse ist der, der mich jetzt ausdenkt, der mich die Schriftzeichen ausdenkt, der sich alle anderen ausdenkt und der ist auch an allen schuld. Und zu dem sage ich, ich bin du. Ja. Und solange dann wieder sich aufbäumt, was denken jetzt die anderen von mir, Gedanken denken über andere Gedanken, das, was du denkst, dass diese Gedanken, das ja deine Gedanken sind, über andere Gedanken, die auch deine Gedanken sind. Es sind deine Informationen, die kommen und gehen und kommen und gehen. Und das Verstehen, das wirklich zu verstehen, was man ist und was Gedanken sind. Ja. Das ist der Weg in die Freiheit. Das passiert von einer Sekunde auf die andere. Mhm. Das ist das große Heureka, die Erleuchtung. Ja. Was oberflächlich betrachtet, an dem Traum, das hast du mal überhaupt nichts verändert. Es wird dann immer noch massiv der auftauchen, der du zu sein glaubst, aber du wirst feststellen, es verändert sich plötzlich alles, wenn du dich darauf einlässt. Wenn du dich jetzt nicht darauf einlässt, du Geist, der du jetzt mit diesen Worten konfrontiert wirst, das ist auch, wenn du älter bist und sterben willst, ich will ja gehen, ich habe die Schnauze voll, das ist ein Nicht-Haben-Wollen von etwas, nämlich von dem, was jetzt ist. Ja. Dann wirst du dahinziehen, täglich grüßt das Murmel dir bis in alle Ewigkeit, bis du es loslassen lernst. Dieses Festhalten, wie ich immer symbolisch sage, an dem Weidezaun. Ich drehe die Spannung auf. Es ist nicht Boshaftigkeit, es ist eine Hilfestellung. Ja. Weil würde ich das nicht machen, würdest du bis in alle Ewigkeit auf dieser Ebene verharren. Richtig, ja. Es ist auch wichtig, dass ich es auch lebe, das Leben weiter, aber solche Sachen könntest du wirklich vervollkommnen.
Einfach mal die Fresse halten, hat der Ron immer reingeschrieben. Hunderte Male hintereinander. Ja. Ich sage, warum macht das denn dann nicht selber? Er hat es doch in der Hand. Die Spiegelbilder, das Problem, der klassische Spiegel spiegelt spiegelverkehrt in der Horizontalen. Ja. Was heißt das? Eigentlich genau genommen, der Spiegel deines Lebens, der Kannenspiegel, stellt dich dir gegenüber nicht spiegelverkehrt, wenn man das ausprobiert. Das heißt, ich sage immer, wenn du lächelst, lächelt der Spiegel und wenn du nicht, wenn du heulst, heult der Spiegel. Das ist aber schon von Kantenbibel bezogen, der hat zwei Seiten. Der normale Spiegel sieht eigentlich so aus, dass wenn du lächelst, dann heult das Spiegelbild und wenn du heulst, dann lächelt das Spiegelbild. Das ist jetzt wichtig, weil wenn ich die eine Seite behaupte, muss es ja die andere Seite auch geben. Da kommen wir dann wieder irgendwann einmal in der wirklichen Ecke, hast du dann Spiegelverkehr und auf dem Kopf. Aber das sind jetzt Sachen, du bist neugierig und stürzt dich da drauf. Ja. Und ich sage, es ist sekundär. Es ist so sekundär wie deine Gedanken. Mach dir jetzt erst einmal bewusst, was du bist und warum die Sachen so sind, wie sie sind. Ja. Der immer ist und die Sachen, die du dir ausdenkst, sind so, wie du sie dir ausdenkst. Und dann kannst du dich fragen, warum denke ich mir jetzt genau diese Scheiße? Wer bestimmt es eigentlich? Ja. Es wird von dem bestimmt, was ich glaube. Mein Schwammin halt. Was übrigens gar nicht mein Glaube ist, die Beschwörungskunst. Oh, wie. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Alles. Du bist der Richter über alles und jeden, was du dir ausdenkst. Und ich sage jetzt nochmal mit Nachdruck, all deine einseitigen Richtersprüche vollstrecke ich an dem, der du zu sein glaubst. Ja, Das heißt, alles, was du auskotzt an Hässlichkeiten über andere, mit deiner einseitigen Rechthaberei lasse ich volle Breitseite auf dich zurückspiegeln. Du empfindest es zeitverzögert und wenn dann irgendeine Scheiße in dir auftaucht, oh, warum bin ich, warum muss jetzt das wieder passieren? Ich sage, wenn du jetzt zeitgleich alles zeitgleich siehst, weil du an der Stelle nicht zeitlich vorher genau diesen Grundstein gelegt hast, dass du jetzt diese Watschen kriegst. ich sag Und du wirst mal, so lange auf dich einprügeln, wenn du jetzt schon die Chance hast, bis du das nutzt. Und ich betone dann immer und immer wieder, es das heißt nicht, dass du einen Bösen oder jeden um den Arsch fallst. Die sollen dir gleichgültig werden. ja. Und jetzt nochmal, ich hoffe zum letzten Mal für dich. Du kannst, du bist in der Lage, meine göttliche Schöpfung zu bewundern und zu lieben. Ich meine jetzt da mal rein, was du dir in einem biblischen Sinne als göttliche Schöpfung vorstellst, was ein lächerliches Nichts ist im Vergleich zu dem, was meine ganze Schöpfung eigentlich ausmacht. Und jetzt Ja. darf dir klar sein, dass ich meine ich jetzt nicht das Mittelmännchen oder von dir den Gedanken Udo, den du dir jetzt denkst. Ich bin wesentlich mehr du selbst wie irgendein Gedanke von dir. Aber du weißt von uns überhaupt noch nichts. Also gut, meine Schöpfung, denken wir uns jetzt diese wundervolle Welt. Wie ein Desasbrand, Polarrand, Porandopfer, diese ständig wechselnden Bildern und Möglichkeiten in dir. Flora und Fauna. Eine gigantische Welt von Pflanzen und Tieren und Interaktionen innerhalb dieser Flora und Fauna. Und selbst dein jetziges Programm, wenn du nicht ein vollkommen geistloser Zombie bist, sollte dir klar sein, dass wir denken uns jetzt Menschen aus, dass keinen deiner von dir jetzt ausgedachten Menschen mit deinem Programm überhaupt in den Sinn kommen würde, irgendeinem Tier, einer Kreatur oder einer Pflanze vorzuwerfen, dass es so ist, wie sie ist. Du wirst Löwen nicht vor, dass sie Fleischesser sind. Du wirst Schlangen nicht vor, einigen davon, dass sie giftige Zähne haben. Du wirst einen Regenwurm nicht vor, dass er nicht fliegen kann. Weil, biblisch gesehen, jede Kreatur so ist, wie Gott sie erschaffen hat. Ich könnte jetzt sagen, Figuren in Märchen oder in Romanen sind genauso, wie der Autor sie entworfen hat. Du musst doch Romanfiguren oder Märchenfiguren nichts vorwerfen. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Da hast du dann deinen Frieden. Und wenn du durch den Zoo gehst und schaust dir diese unendliche Vielfalt zumindest begrenzt auf das, was der Zoo hergibt, in welchem Zoo du bist, oder in dem botanischen Garten, diese Pflanzenwelt, du schaust dir das alles an mit einer relativen Gleichgültigkeit und du kannst jetzt eventuell noch, weil du ja bei manchen Erscheinungen positiv reagierst, oh, ist der schön oder ist der hässlich? Ich erinnere mich immer in Basel, ich war in Basel im Zoo. Da habe ich zum ersten Mal als Udo in einem Aquarium, weil du gerade die Aquarien gehabt hast, einen Fetzenfisch gesehen.
Ja, wenn du nicht genau reinschaust, der sieht wie ein halb verfaultes Blatt aus, wie eine Liane aus. Und wenn du genau hinschaust, hey, das ist ja ein Viech. Wir haben das gerade gehabt. Und dann denke ich mir mit einem Schmunzeln, mein Bubele, bist du hässlich. Aber ist das nicht schon wieder eine Definition, ein Vergleich mit einem Programm? Denk an meine Nacktmulle, die Nacktmullkönigin. Für Nacktmulle ist die Nacktmullkönigin das schönste Wesen der Welt. Für uns Menschen ist es sowas für eine so hässliche Kreatur wie ein vollgeschissener Pariser, sage ich immer. Das ist die Schönheit pur für einen Nacktmull. Das ist Programmierung. Okay, ich bleibe jetzt für die Kinder in was Märchenhaften. Das ist alles klar. Es gibt aber eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Sobald Primaten, nicht alle Primaten, Schimpansen, Gorillas auch ganz lieb, aber wie sieht es aus, wenn Menschen, Trockennasenaffen in dir auftauchen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass das die Aufnahme, dass du ständig rumnörgelst und die anders haben willst und ihnen vorwirfst, dass sie so sind, wie sie sind? Ja. Ich nörgle nicht rum, ich nörgle überhaupt nicht an den Stefan, jetzt aktuell oder an den Ugo oder an den Ron rum. Ich bin die absolut reine Liebe. Den, an den ich rumnörgle, das sind Facetten von mir selber. Es sind meine Geistesfunken, das bist du Geist. An dir nörgle ich rum, weil du nicht einsichtig werden willst, ein. Sondern du frönst deine Einseitigkeit und meinst, dein Leben wird besser durch Intronisieren von Einseitigkeiten. Jetzt sind wir wieder bei den rechtsfaschistisch politisch Orientierten, bei den linksfaschistisch, bei den guten Menschen, wo ich im letzten Selbstgespräch angesprochen habe. Deine einseitige Vorstellung von Gut ist extrem mangelhaft, weil die Kehrseite fällt zur Heiligkeit. Deine einseitige Vorstellung von Richtig, da fehlen so viele Facetten. Nur eine Richtung von unendlich vielen Gedankenrichtungen, die du gehst. Und mir ist es sowas von gleichgültig, ob du leidest oder nicht. Du hast es in der Hand. Die Sache, wo ich ihn bin, du schreibst, wenn sich ein Blinder an einen Stein stößt, dann mache ich sofort, dass das wieder weg ist. Ich mache auch die Scheiße weg von Kindern, die in die Hosen scheißen, weil die nichts dafür können. Wenn ein Zehender sich an einen Stein stößt, dann hat er nicht aufgepasst. Wieder besseren Wissens nenne ich das. Und sobald du mit Holofilling in Kontakt kommst, wirst du ein Zehender. Und dann ändert sich die Gerichtsprechung. Das ist wie wenn ich sage, dann bist du volljährig geworden. Und dann wirst du volle Kanne auch das aussitzen müssen, was du dir eingebrockt hast. Was jetzt nur Gedanken sind. Wie gesagt, mach dir über deine Gedanken nicht so viele Gedanken. Am besten, die gehen dir am Arsch vorbei, dann sind sie nämlich schon wieder weg. Die Gedanken, wo das nicht der Fall ist, die wiederholen sich. Die nervigen, nervige Rons, nervige Stefans, nervige Moritz, der kann auch nervig sein, Licht des Betrachters. Ich liebe Kinder, ein Satz vom Udo, ich liebe Kinder, die neugierig sind und mir Löcher in den Bauch fragen. Und jetzt kommt da so mal eine, kann man jetzt negativ, was mich absolut anwidert, sind neunmal kluge Besserwisser. Die widern mich an, weil die nur einseitiges Wissen rezitieren, wo sie nicht die geringste Ahnung haben, wovon sie eigentlich sprechen. Und rede dir jetzt bitte nicht ein, dass in irgendeiner Form der Udo, den du dir ausdenkst, mächtig ist. Das ist jetzt ein Gedanke von dir. Solltest du dir das einreden, dann Dankeschön, dann machst du den Udo mächtig, aber du kannst auch anders programmen und sagen, das ist sowieso der absolute Schwätzer, das totale Arschloch. Soll ich nochmal wiederholen? Es geht nicht um irgendwelche Gedanken. Alles dreht sich um den, der du bist. Ich erkläre dir, was du bist. Und die Welt, die sich um dich rumdreht, in ständig wechselnden Bildern und Perspektiven, wo du dich gerade hinrichtest in deiner extremen Einseitigkeit, die magst du. Und in der lebst du. Als Viech, als sterbliches Tier. Und da wirst du dann plötzlich merken, wenn das heißt, Tiere unsterblich, sterblich, unheilbar klang der Enosch, da ist das große Problem, dass in dem Sterben, habe ich oft gesagt, Sterben ist jetzt erst einmal hier der widerlegte, die widerlegte Polarexistenz, weil SDR heißt jetzt erst einmal, blau gelesen, auch widerlegen. Das Widerlegen einer Polarexistenz. Jetzt schauen wir uns dieses Wider, ich nenne das auch Widerlicht, ein Widerlich
Ich, nicht das Ich. Es ist doppelt aufgespannter Intellekt, WI, wird zu einer eröffneten Berechnung. Wir haben aber auch ein Wieder, wo sich ein kleines E mit reinschreibt. Dann machen wir es rot. Das heißt, wie geschlossen im Kopf. Und darum ist SDR rot gelesen. Weißt du? Du wirst, solange du widerlich bist, von deinem eigenen Geheimnis des ewigen Lebens nichts mitbekommen. Und ich sage, du brauchst keinen großen Intellekt. Das große Problem an dir ist, dass du nicht zuhörst. Dieses schöne Beispiel, wenn ich dir was erkläre, und die meiste Zeit, es ist wie bei einer Diskussion, da behauptet einer was und im ersten Moment kommst du entweder nicht mit oder dein Interpretationsmechanismus reagiert sofort extrem einseitig negativ. Falsch, verkehrt, will ich nicht hören. Dann hörst du überhaupt nicht mehr die Argumentation zu, sondern du bist im Hintergrund schon, arbeitet dieser Mechanismus. Das kannst du alles beobachten, wenn du schaust, wie du funktionierst. Ja, ja. Was erwidere ich jetzt? Das Ego baut einen extremen Schutzmechanismus aus. Das ist das, diese Ja-Aber-Sage. Egal, was du erklärst, Ja-Aber, du musst auch bedenken, dass. Ja. Das sind die Bilder, die sich aufbauen. Das ist das Gefängnis, in das du dich selbst einsperrst. Ja. Das ist alles so unendlich verkompliziert. Aber wer macht das kompliziert? Ich mache das in einfachen Worten. Das große Problem ist, du bist nicht in der Lage, die einfachen Worten, das Einfachste für wahr zu halten. Ja. Dass, wenn ich zum Beispiel sage, ist dir schon mal aufgefallen, dass du auch dann da, rot da bist, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Dass du gar nicht beschwören kannst, dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Wenn ich dich frage, wo kommst du her, sagst du, ich wurde. Das ist so ein vollkommen geistloses Rezitieren von Schwamminhaltwissen. Und dann denkst du deine Mutter und der Zeugling in die Vergangenheit, wer erschafft diese Bilder jetzt in deinem Kopf? Wer erlebt es? Diese Bilder, die dein Programm aufgrund der Interpretation dieser Worte, wir sind wieder am Anfang des Gesprächs, aufwirft. Ja. In dem Moment, wo ich aus denselben Datenstrukturen, aus denselben Worten andere Bilder generiere, ich kann das, ich muss nur mein Interpretationssystem verändern. Ja. Yeah. Das ist das Schöne. Wer sagt eigentlich, wenn du jetzt, ich sage jetzt Merkel, ich sage Trump, ich sage Putin, ich sage Einstein, das sind Worte. Jetzt schau, da hast du sofort ganz klare Vorstellungen. Ja. Aber wer bestimmt das? Irgendwer, wer da außen irgendwann nochmal war oder der jetzt da außen ist, die haben doch gar keinen Einfluss nicht drauf, wie du dir die Sachen ausdenkst. Nee, stimmt. Auch die Stefan und die Urkus. Ja, ja. Das Ganze kommt natürlich jetzt zwar sehr komplex in dem Moment, wo du an dich selbst denkst. Deine Selbstdefinition. Was bin ich? Wie bin ich? Bin ich ein guter Mensch? Ja. Warum bin ich so, wie ich bin? Und ja, jetzt muss man die Ichs verstanden haben. Von was denn nicht redest denn du? Ich könnte jetzt sagen, warum ist der Udo so, wie der Udo jetzt ist? Stimmt, ja. Aber was ist Udo jetzt? Ein Wort? Ja, richtig. Ganz ja. Interessant. Das ist jetzt doch bloß, du hörst nur Geräusche. Du kannst das jetzt auch lesen. Interessant ist, sobald der Name fällt, den du ich nennst, sieht es komplett anders aus. Krass, ja. Jetzt ist die große Frage, bin ich jetzt der Udo Petscher oder bin ich der Udo Stamm? Und zweites ich. Ist im Chat. Kann einer in dem Chat drin sein? Selbstverständlich, wenn du dir den in den Chat reindeckst. Aber ist er selbst in dem Chat oder bloß immer ein Name mit einem Eintrag? Zweiteres. Namen sind jetzt austauschbar. Das Wort Chat sind austauschbar, weil wir ja uns unendlich für die Chats denken können. Jetzt ist natürlich dieses Chat, ist ja das hebräische Buchstabe 8 für die Kollektion. Wie viele Kollektionen gibt es eigentlich? Was ist die Kollektion aller Kollektionen? Das ist Gott. Oder so, ja. Die 8 gedreht. Die ganzen Spiele, und was denkst du bei dem Wort Chat? Ein Hebräer denkt bei dem Wort, bei dem Geräusch Chat an was ganz was anderes. Darum habe ich gesagt, wenn die Worte gleich, rein akustisch gleich klingen, müssen im Hintergrund dieselben Lautwesen sein. Egal in welcher Sprache du das Wort nimmst. Das ist auch wie in einem gewissen Maß hier mit der Physiognomie oder mit den Äußerungen, dass es hier ein ganz eigenartiges Gefühl, dass es hier zum Beispiel Denksysteme, Interpretationssysteme gibt, wenn wir Ja sagen, nicken wir den Kopf mit einer deutschen Programmierung, mit einer englischen Programmierung. Es gibt aber auch Sprachen oder Weltsysteme, in denen hier eine Bejahung mit einem Schütteln. Sag einmal Ja und schüttel dabei den Kopf, da wehrt sich alles dagegen. Das ist das Programm. Ja.
dass auch Gesten oder symbolische Zeichen mit einem anderen Programm, genau um 190 Grad, das ist zum Beispiel in Thailand, wenn du bist, wir haben das Bedürfnis bei Kindern, wenn die dann kommen und betteln und dann gibst du ihnen was, die ihnen über den Kopf zu streicheln. Das ist so, wie wenn du die ins Gesicht spuckst in Thailand. Was um Himmels willen, wenn ein Thailänder nicht am Kopf war. Das ist für unsere Liebesgeste, denen über den Kopf zu streicheln, wenn so ein Kleiner zu dir herkommt. Ja. Ist eine ganz tiefe Beleidigung in Thailand. Man muss sich zuerst einmal mit den Sitten, andere Länder, andere Sitten, ich sage andere Programme, komplett andere Vorstellungen. Wahnsinn. Eine unendliche Vielfalt, die immer im Gleichgewicht, nicht jede einseitige Aussage gibt es irgendwie ein Gegenteil dazu. Genau genommen sogar 15 Gegenteile innerhalb dieser 16 Perspektiven. Das geht natürlich dann noch weiter, aber ich sage, das ist fassbar, sage ich immer. Und ich schaffst du alleine und fang an, das dir in dir zu disziplinieren. Ron arbeitet zurzeit gewaltig dran. Ich sage immer wieder, das heißt nicht, dass du keinen Eindruck mehr machen sollst, jetzt innerhalb dieser kleinen, was jetzt dir fassbar ist in dieser Holofeeling-Gruppe. Holofeeling-Gruppe. Ja, Udo, der Ron wird gezwungen zu arbeiten, weißt du? Er macht das nicht freiwillig. Ja, das sowieso, das ist eh, aber wer zwingt dich jetzt wirklich? Das Höhere hast, lässt du dich führen oder manipulierst du dich noch? Auch die Lieder, wenn wir sagen, wenn die Lieder reinstellen, auch das sage ich immer wieder, das ist, wenn du Lieder reinstellst, dann mach dir doch Arbeitszeug. Du darfst gern was reinstellen, auch ein Lied, wenn sie oft stundenweise Lieder reinhauen. Es, auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene Sachen, ob ich jetzt wirklich was in der Kernaussage unterstreiche oder ob da einfach zusammenhangslos ein Lied reingestellt wird. Das ist ja oft, ich kann Lieder machen, einen Liebesbeweis, eine Liebesäußerung mit einem Lied. Und manche Sachen, sage ich jetzt, da gibt es Programme, die können überhaupt nichts damit anfangen. Dann musst du dich immer in die Lage von anderen versetzen. Wenn ich jetzt als Udo was reinstelle, ich rede mal ganz normal, dass ich in der Regel immer eine kleine Erklärung dazu mache und ich bemühe mich auch immer beim Schreiben, in der Schreibweise nicht so extrem auszuufern. Man kann in relativ kurzer Zeit sehr präzise, wenn man das liest, mit Gedanken, ohne viel Holofeeling, nur Grundlagenwissen, weiß ich darauf hin, um was da eigentlich geht. Genau, das ist Wahnsinn. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Wenn man die Grundlagen hat. Und ich versuche das auch nicht zu erweitern. Ich sage, wir haben nicht nur Rot und Blau. Wir können dann noch verschiedene, die anderen Farben ins Farbenspiel reingehen. Da bin ich auch in ein Video drauf eingegangen, wenn du mal das Farbenspiel anschaust, das sind ja Farben über Farben, die ich dann zusätzlich noch erkläre, wie lückenlos das zusammenpasst. Wow. Wenn du es hersuchst. Das ist in sich nur auf Rot-Blau aufbauend, dass hier selbst dann noch die Markierungen mit dem Stift drüber, ob es Blaue im Roten ist oder das Rote innen vom Blauen eingehüllt wird. Mhm. Wenn du das anschaust und du merkst, es ist eine ganz heilige, absolut vollkommene Schöpfung. Ja. Aber das wird dir immer mehr bewusst. Das ist jetzt das, wenn der Geist die Liebe in dir wächst. Rechthaber sind immer lieblos, die sind entheiligt. Die entwürdigen sich, dein Geist entwürdigt sich mit so einem Programm. Und das ist die Ursache, dass du leidest. Und dieses, ich kenne doch, ich kann nicht anders, ich muss doch, ich kann nicht anders, es ist ein vollkommen wildes, ungezügeltes Tier in dir, das mit dir, dir Geist des Funken selbst Schabernack treibt. Dass du mit aller Gewalt versuchst, zu rechtfertigen, am Leben zu erhalten, haust zum Teufel. Das könnte jetzt fast schon wieder klingen, mach einen blauen Selbstmord. Aber das ist eben auch wieder nicht der Fall, weil das ist ein Davonlaufen wollen. Ja. Da gibt es ja schöne, ich glaube, im Erwachen ist diese Stelle mit einem Freimaurerbrief. Da bin ich auch auf mehreren Selbstgesprächen eingegangen, weil da in einer Freimaurerloge einer der Freimaurerbrüder Selbstmord gemacht hat, wenn du das gelesen hast im Erwachen. Mhm. Dieser Matthias-Brief, Freimaurer. Und das ist nur ein Recht, sein Abschiedsschreiben. Das habe ich reingestellt, ist übrigens immer wieder hier in den Welten einiger dieser Geistesfunken aus dieser Szene, ist das halt so real, je nachdem, was für einen Traum du träumst. Und es ist nur aufgeblasenes Ego und Rechtfertigung, es ist von hinten bis vorne nur ein Zitieren von weisen Sprüchen, die überhaupt nicht verstanden sind. Ja. Selbstmord ist einer der größten Todsünden, die es überhaupt gibt. Ja. Laut Bibel. Und jetzt ist natürlich, dass ich dann den Hinweis bringe, dass Jesus ja eigentlich. Wann passiert das Selbstmord? Und Selbstmord magst du, wenn du jetzt zum Beispiel dich auf Eisenbahnschienen legst, weil du hoffst, der Zug überfährt dich. Das ist Selbstmord. Oder von einer Brücke runterspringst. Das heißt, du weißt ja, wenn ich mich da drauf lege, geht mein Körper kaputt. Du weißt, wenn du von einem hohen Gebäude runterspringst, geht der Körper kaputt und damit gehe ich kaputt, weil ich ja der Körper bin. Ich will ja den Körper loshaben.
Dein Glück ist deine Traumwelt. Das ist jetzt immer in der großen Falle der asiatischen Lehren. Wir meditieren uns in die Stille, dass wir nochmal wiedergeboren werden. Hoffentlich muss ich kein Buch mehr lesen. Ich sage, hoffentlich darf ich nur möglichst viele Bücher lesen. Ja. Hoffentlich darf ich noch viele Leben erleben. Ja. Ich verspreche dir, du darfst noch unendlich viele Leben erleben, ob du das glaubst oder nicht. Der Witz ist die Frage, erlebst du, spielst du die Rolle bewusst oder unbewusst? Das war diese kleine Stelle, wo es dann heißt hier, unser Roman, der muss halt Rockmusik machen. Ja. Es ist halt relativ, ich sage mal, eine brotlose Kunst. Je nachdem, das sind ja so wenig in der Musikszene, die an der Spitze sind und die meisten, die leben von der Hand im Mund. Ja. Sollte ich mir nicht lieber von einem anständigen Beruf konzentrieren? Das sind so lauter so Dilemma-Fragen. Ja. Und du wirst das machen müssen, was du tun musst. Aber das geht nur eine gewisse Zeit lang gut, weil ich sage immer wieder, wenn du Arschloch bist, dann spiel das Arschloch, aber spiel es bewusst. Ein Arschloch wird jetzt diese Aussage von IUB als Rechtfertigung nehmen, dass er ein Arschloch ist. Das ist eh. Weil die Arschlochrolle nur ganz, ganz kurze Zeit bewusst spielen können, aber dann hast du das System durchschaut und dann löst sich das in dir auf. Ja. Wenn du jetzt aber dein Arschloch-Dasein damit rechtfertigst, ja, wenn Gott mich so erschaffen hat, ich sage, Gott hat dich nicht erschien Affen, sondern du erschaffst dich mit dem Programm, das du von Gott hast. Gott hat dich als Gott erschaffen. Ach, und nicht als Affen. Sammer. Und dieser Gott in Verbindung mit dem Schwamminhalt, den er sich nicht raussuchen konnte, macht sich zu einem Affen. Und in diesem Wahn versucht er jetzt den Affen möglichst lang am Leben zu halten. Krass. Ich habe Adam erschaffen, ein Gotteskind, und nicht einen Affen. Ja. Das muss man verstehen. Und darum sage ich, du musst deine Rolle weiterspielen, du lässt es unangetastet. Aber wenn du jetzt bewusst dich beobachtest, das ist die Stelle, bevor du nicht an den Punkt kommst, dass du das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, das Spiegelbild in dir ist ein Spiegelbild deines Charakters, dass du dich am liebsten aufgrund deiner einseitigen Rechthaberei anspucken würdest. Was bist du für eine erbärmliche Kreatur? So weit weg von dem, was man Liebe nennt, was man göttlich nennt. Ein einseitiger Rechthaber. Wenn du das in dir erkennst und abhakst, dann wirst du komplett dich verändern. Das ist das, was man sagt, du wirst vom Saulus zum Paulus. Ja. Jetzt ist es natürlich ganz interessant, jetzt so immer ganz kurz, was ist der Saulus? Wenn du die biblische Geschichte vom Saulus nimmst, dann musst du jetzt erst einmal klar sein, dass der Saul schreibt sich mit dem linksmundierten Shin, S-A-U-L, das ist die biblische Figur Saul, das ist ein König, da bin ich schon zigfach auch drauf eingegangen, das machen wir jetzt nicht, das ist ein weltlicher König, der König der Hölle im Land der Toten, das ist Saul. Das Totenreich, die Unterwelt. Mhm. Okay? Ja. Das ist der Saul. Ja. Flammenmeer, Hölle, Inferno. Du bist der König von dem Flammenmeer, das du selbst in dir aufregst. Mit Kriegen, mit Ungerechtigkeit, ob du jetzt den Amis die Schuld gibst oder den die Schuld gibst. Das weltliche Geschwätz ist sekundär. Ich kann es nicht oft genug sagen. Jetzt machen wir mal den Paul. Paul ist ja kein hebräisches Wort, aber wir machen mal den Paul oder so. Okay? Mhm. Paul. Der Baul ist gemacht und geschaffen. Der Geist wird zu logischen Affen. Jetzt ist es, wenn dieser Geist, das ist natürlich jetzt, wir können das komplett auch die Affen natürlich auch rot lesen. Ja. Der Baul, das ist ja das Positive. Das heißt jetzt hier, dass der Baul, wenn ich jetzt das da unten lese, da ist das da mal die Weisheit. Mhm. Und jetzt müssen wir die drei, die Weisheit ist die rote vier. Denk an unseren Einheitskreis. Wir haben ein Plus-Plus. Das heißt, wir haben These, Antithese und Synthese. Oh, ja. Wir haben ein augenblicklich aufgespanntes Facette. Mhm. Das ist AWAF, okay? Siehst du das? Ja. Diese augenblicklich aufgespannte Licht. Ja. Das ist eine Lichtfacette, ein Schatten auf der Leinwand. Mhm. Und wir haben die Weisheit. Die Weisheit ist die Synthese. Wir haben zuerst immer wieder These, Antithese, Synthese. Eine ausgedachte Synthese ist aber erst der dritte. Ausgedachte dritte braucht jetzt einen vierten, den Plus-Plus im Hintergrund. Rot geschrieben, in dem sich alles wieder schließt.
Wir können auch sagen, die Weisheit wird zu aufgestanden, augenblicklich aufgespannten Licht. Und jetzt kriegst du das Joch. Ein Joch ist ja, ich habe dir schon mal gesagt, wenn du dir ein Joch anschaust, hier das Joch, da können wir eigentlich in Wikipedia, pass auf, hast du auch hochgehoben. Das sind deine Gedankenwellen. Ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen Wagen Flug gespannt werden. Stimmt, ja. Der ja. Flug ist der Lug. Eine Schultertrage. Schau, wenn ich jetzt bei dem Joch zum Beispiel, dass du ein Gebirgsjoch, es sind praktisch nur ein anderes Bild für Wellen. Schauen wir uns mal Bilder an, einfach mal Bilder an, schauen wir, was da passiert. Das ist ein Joch, siehst du? Ja. Ich könnte sagen, wenn ich jetzt da den Kopf hinsehe, hast du zwei teuflische Hörner, die aber im Gleichgewicht sind, ins Joch spannen. Das ist auch ein Joch, das sind Gedankenwellen. Andern, ja. Und darum heißt das hebräische Wort. Wow. Darum heißt dieses mit Waff, wenn wir das Waff rausschmeißen, das ist das Klassische, wo ich sage immer L mit 70 geschrieben oder all mit 70, das Beschweren, das Obere, Hochheben, das sind deine Gedankenwellen. Super kann ich natürlich auch blau lesen. Raumzeitlich aufgespanntes Wissen erweckt oder erwacht in dir. Das ist das blaue Super. Das rote Super ist das Bewusstsein von verbundenem Wissen, ist dann der wirklich erwacht ist, wach. W8, doppelt aufgespanntes Ach, Bruder. Bist du dabei? Ja. Ich hoffe. Ja, ja, ist ja für ein selbst. Das ist Grundlagen und mit den Grundlagen heilst du. Darum sage ich, was bringt mir die Vatersprache? Ich bin so blöd, ich kann das nicht lernen. Es erwarte ich nicht von einem Hosenscheißer-Kind. Ja. Ich zeige dir den Weg, wo du dich hinentwickeln sollst. Also hörst du mal auf, in die Hosen zu scheißen, rumzukotzen und alles zu besudeln mit dem Dreck, den du äußerst. Indem du letztendlich selbst liebst, weil der hört dich ja ein, weil das spiegelt sich ja. Druck erzeugt Gegendruck, Hass erzeugt Hass. Ja, ist so. Ja. Einseitige Liebe führt dich auch in Unvollkommenheit. Ja. Hör auf, mit irgendeinem Glauben in deiner Welt zu sympathisieren. Badie heißt Tod, Pathologie, Leichenkunde, Tod, Leid. Sympathie heißt zusammen mit Leidenden. Ja. Es leidet an einer einseitigen Endständigkeit und Rechthaberei. Und du regst dich darüber auf, ist nur ein Spiegelbild von dir selber. Ja, Wahnsinn. Ja, du erzählst immer wieder, du haust das immer wieder raus, perfekt, weil ich hatte jetzt gestern ein Gespräch mit meinem Bruder abends, also ne, so wie jetzt wieder gedacht. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute mir immer wieder sagen, Moritz, früher war es ganz anders, aber jetzt sagen sie mir hier, dieses reg dich nicht auf. Und dann kam gestern auch dieser Klickmoment bei mir, dass ich verstanden habe, ja, aber irgendwie ist es dann so, dann kann man ja gar nichts mehr sagen, so in, also so wie ich mir die Welt jetzt vorstelle. So, dann du wirst nimmer müde, Moritz, es sind immer dieselben Sachen. Du wirst nimmer, wenn du was Wunderschönes in dir entdeckt hast, dann willst du die Freude mit anderen mitteilen. Du willst deine Freude teilen. Ja. Das ist dein gutes Recht, darfst du auch, aber du wirst nie, ich sag, wenn du einen schönen Urlaub erlebt hast, du wirst es nur machen, wenn einer andere auch das sich mitfreut. Wenn er in der Lage ist, sich mit dir mitzufreuen. Aber wenn einer das nicht hören will, zwingst ihn doch nicht auf. Das ist Missionieren. Da ist immer noch auch dieses Tierische in dir, was die Familie ist. Ich muss dir ja beglücken. Ich habe ja begriffen, dass das frei macht und jetzt will ich meine Mitmenschen auch frei machen. Du kannst Gedanken von dir nicht frei machen. Ja. Einseitige Aussage übrigens. Du machst sie frei in dem Moment, wo du sie ausdenkst. Ja, aber genau, jetzt ist die größere Freiheit in dir oder außerhalb von dir? Na, in mir. Jetzt ist natürlich innen schon wieder was Ausgedachtes. Ja, klar, ja. Ja, da voll ins Fettnäpfchen getreten. Das Ausgedachte innen ist auch ein Außen. Was ausgedacht ist. Das ist der rote Bereich. Man muss den roten Bereich verstehen. Das heißt letztendlich, man muss sich selbst verstehen. Und du wirst jetzt bewusst chronologisch gedacht, in kürzester Zeit Wunder, eine Veränderung deiner Traumwelt erleben ohne Ende. Aber du musst sie einleiten. Du musst der Erste sein. Du musst der Erste sein. Und das ganze Rumgekotze, wenn du das nicht in den Griff kriegst. Und du wirst dann merken, dass die dann meistens noch, wenn du wirklich eine geistlose Figur hast, dass die sich noch angestickelt fühlt, noch aggressiver zu werden, wenn du sie auf dem Weg weißt. Und dann musst du wissen, es ist wirklich nur eine KI, lösch sie aus. In deinem Traum, meide sie. Okay.
Was natürlich jetzt wieder ganz, ganz schlecht ist, dass ich jetzt zum Beispiel sage, wie sieht jetzt das aus? Wir machen mal eine Schindlers Liste. Wenn du ein Häftling in einem KZ bist, wie will ich dann meine Wörter, die mich quälen und drangsalieren, leiden? Wie will ich dann die ignorieren? Nehme ich Das nicht. ist die Christusgeschichte. Da kann ich jetzt gleich wieder zurückgehen zu dem Selbstmord. Eigentlich war das, was der ausgedachte Jesus gemacht hat, genau genommen ein Selbstmord, eine Todsünde. Weil er ja wusste, was passiert. Haben wir nicht gesagt, wenn ich jetzt weiß, ich lege mich auf Eisenbahnschienen oder ich springe von einem Turm herunter, gebe meinen Körper kaputt, dann sterbe ich ja. Er wusste ja, er sagt ja ganz klipp und klar zu dem Petrus, ich werde jetzt gefangen genommen, gefoltert und ich werde sterben. Wo dann der Petrus sagt, nein, Meister, das werden wir deine Jünger niemals zulassen. Und dann sage ich zu Petrus, steht wirklich in jeder Übersetzung, weiche von mir, Satan. Übrigens, der Petrus ist ja der Stuhl Petri in Rom. Das ist der Petrus. Das werden Wahnsinn. wir nie zulassen. Weiche von mir, Satan. Du willst das, was die Welt will, aber nicht das, was Gott will. Wie kannst du sagen, ich sage dir, was Gott mir für einen Auftrag gegeben hat für mein Leben? Dass ich jetzt gefangen, gefoltert werde und sterbe. Und du sagst, wir werden das nie zulassen. Erstmal Weiche. Ist es nicht immer noch aktuell, dass der Stuhl Petri in Rom, du willst das, was die Welt will, aber nicht das, was Gott will? Es ist absolut aktuell, es war schon immer so. Es sind die Verkünder von Leid. Aber es bleiben Gedanken. Ich nehme ja die Schuld auf mich. Also gut, ich wusste ja, was passiert. Ich hätte davonlaufen können. Ist es der Selbstmord oder ist es nicht Selbstmord? Auch der Selbstmord hat zwei Seiten. Reden wir von dem roten Selbst oder von dem blauen Selbst? Mord ist prinzipiell eine Todsünde. Dieses Du sollst nicht töten heißt wirklich übersetzt, du sollst nicht morden. Ja. Du sollst nicht töten, könnte ich sagen, du sollst, du kannst, du musst so unendlich viele werden. Wer meinst du, wer ich jetzt im Moment bin? Ich bin jetzt in diesem Moment dieser Trockennasenaffe, der du zu sein glaubst, weil ich nämlich du bin. Ich bin deine innere Stimme. Zuerst einmal der, der jetzt ein Leben erlebt. Aber Leben erlebt immer nur der Geist. Das heißt, das alle Leben erlebt der, der vom Bücherregal steht. Er wird aber zu den Roten nicht, wenn er in ein Leben reintrifft. Die Frage ist, bleibst du dabei, der Leser, oder sumpfst du jetzt rein in diese ausgedachte Welt? Und wenn du einen Hauch von Geistigkeit jetzt, an geistiger Reife schon hast, der Säugling hat es noch nicht, Ja, dann klar. wirst du feststellen, das ist zurzeit eine Reifestufe. Ja. Es ist echt so, ja. Das ist so und das ist Für was was man sich Intimes. da. Es ist nicht, dass du das deinen Mitmenschen erzählst. Du darfst es natürlich, ich sage nicht, du darfst es nicht. Und du wirst jetzt merken, das sind einige wenige, die können komplett andere intellektuelle Meinungen von dir vertreten. Das ist das Schöne, wenn du mal so, wenn eine kleine Gruppe, aber zum Vortrag, wenn du mal live bist, es sind keine besseren Menschen. Es sind Gedanken wie alle anderen Gedanken auch. Ob das jetzt, ich sage mal hier, rechtsradikale Versammlung ist, faschistisch, rechtsradikale, faschistisch, linksradikale, ob sich Verschwörungstheoretiker treffen auf die Straße, gegen irgendwas demonstrieren, nicht einverstanden sind. Da ist das, was die eint, ist ein intellektuelles Wahnbild von Einseitigkeit. Wenn du bei einer Holofeeling, das ist ja ganz, ganz selten mal so kleiner Vortrag, die wenigen Vorträge oder was, diese 50 Brösel oder 100 Brösel oder mal 200 Brösel, dann wirst du feststellen, die sind auch charakterlich komplett unterschiedliche Menschen, aber da ist eine ganz, ganz eigenartige Form von Einheit, die da drüber schwebt. Im Angesichte dieser unendlich verschiedenen Meinungen und Erlebnisse, die diese persönlichen Leben darstellen, diese Geistesfunk mit unterschiedlichen Programmen, eint die etwas. Das bin ich, OP. Das findest du bei keinen Religionen, bei keinen politischen Parteien. Die sind innerhalb des Systems total zerstritten. Es ist eine nach außen geäußerte Einheit, aber innen ist es nur ein Partei- und Machtkampf. Egal, ob du in eine Kirche gehst, ob du in eine Sekte gehst, es ist Die Uni. demonstrierte Scheinheiligkeit, wenn du sehen kannst. Das sind übrigens alles Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Ich kritisiere jetzt nicht, ich beschreibe das, was ist. Und Nee, jeder, danke. der irgendwas anders behauptet, ob das geheime Beschlüsse im Bundestag sind, ein reiner Machterhalt von Idioten. Ich habe da so schöne Sachen, die ich einspiele. Mir fällt jetzt spontan ein, zum Beispiel, wie die für Griechenland dieses Hilfspaket war in der Krise, diese 211 Euro.
Für dich jetzt, Moritz, ist fast vor deiner Zeit. Da wurde ja beschlossen, dass hier die EU das Griechenland nicht pleite geht. 211 Milliarden Euro hat Deutschland praktisch dann eine Hilfe gewährt. Das musste ja im Bundestag beschlossen werden. Und das ist ein schöner Monitorbericht im Fernsehen gewesen. Da sind die Reporter vor dieser Abstimmung. Sind die und habe die Abgeordneten gefragt, wie sie wird eigentlich abgestimmt. Und dann 80% der Abgeordneten, die in die Abstimmung reingegangen sind, die wussten nicht einmal den Betrag, um wie viel das abgestimmt wurde. Wobei ich dann darauf hinweise, dass selbst wenn du bloß Bildzeitung liest oder Tageszeitungen und Nachrichten schaust, dass diese 211 Milliarden, die 2, 3 Tage vorher fast in jeder Nachrichtensendung und auf jeder Überschrift in einer Zeitung drin stand sind, und die fragen die Abgeordneten, um wie viel Geld wird da eigentlich abgestimmt, und die wussten es nicht, mit fadenscheinigen Ausreden. Kann es das überhaupt geben? Ich sage, das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Das muss man akzeptieren einfach, ja. Du musst einfach begreifen, das ist überhaupt keine Welt. Du musst doch mal bloß schauen, was sich dir alles einspielt und wie du darauf reagierst. Was für dich alles so unheimlich logisch erscheint. Nichts, was soll dir Ja. denn logisch erscheinen? Was soll dir an den Computer logisch erscheinen, wie die Logik in dir programmiert ist. Die Ja. erscheint sogar, wenn ich dir ein Virus reinhaue, verändert sich dein Programm, und dann erscheint dir das vollkommen logisch, was du machst, wenn du die geistlose Maschine bist. Ja, stimmt. Stimmt. Der Logos, der rote Logos, den erkläre ich dir mit Holofilling, der ist aber jenseits einer einseitigen Logik, die im Widerspruch zu einer Ja. anderen Logik steht. Das ist ein zwanghaftes Müssen, ein sich freuen müssen, ein etwas, was in dir auftaucht, schön empfinden müssen, etwas haben wollen. Das ist alles ein Müssen. Müssen ist nicht Freiheit. Ja. Das stimmt. Gewaltsam, negativ, böse reagieren, aggressiv, mit Angst reagieren, ist auch keine Freiheit. Die Freiheit beginnt, wenn du einfach nur schaust, ohne in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Sondern du beobachtest, wie die Tierchen reagieren, die Programme reagieren. Und du machst dich zum Computerforscher und sagst, wie haben die das programmiert, wie ist das programmiert? Das ist das neugierige Gotteskind. Das ist die nächste Ebene. Wahnsinn, Was ja. du reinkriegst, deine Macht, du spielst wirklich mit den Bällen, wenn du an der Uni bist, mit deinen Mitschülern. Das darfst du dir natürlich nicht anmerken lassen. Ja. Um es zum Abschluss zu bringen, ich habe ein Beispiel, das ich bringe, und das solltest du jetzt auf dich selbst übertragen in Bezug auf deine Geistesfunktion. Das ist das Mensch ärgere dich nicht. Wieso spielt man Mensch ärgere dich nicht? Um zu lernen, dass man sich über nichts und niemanden mehr ärgert. Ja, Und jetzt ich war denkst kein du, guter ich bin der Schmidt. Vater und du bist das Kind. Ich bin der Vater und du bist das Kind, und wir spielen Mensch, ärgere dich nicht. Und ich sage, wie ich jetzt das mache. Ich weiß, dass in deinem Programm noch ist, dass du gewinnen willst. Ja, Aber klar. geh weh, der Geist, der doppelt aufgespannt ist, ist innen. Ja. Das ist übrigens die hebräische Radix 3, 6. Das ist geh weh, das heißt auch das Innere. In Bezug eigentlich auch Bauch. Der Bauch, der Innenraum des Bauches. Ist aber auch innen. Darum heißt es auch Eingeweide. Das ist aber relativ verschlungen. Das ist diese Geschichte, du kennst bestimmt den Witz, wo hier die große Sache ist, wenn du dir Gehirn ausdenkst, jetzt, an was denkst du bildlich, wenn du an Gehirn denkst? Denk einmal an Gehirn. Ja, denke ich So, an jetzt kann man den Gehirn. Bauchraum aus, das innen auf, und dann holst du mal die Gedärme und legst die auf den Tisch und schaust dir die an. Ja, Ist sehen. ziemlich dasselbe Bild. Offensichtlich hat Gott einen Fehler gemacht. Stimmt, ja. Ja. Das ist ein Witz. Aber jetzt mache ich immer was Geistreiches dazu. Und jetzt denkst du dir die Schale weg von einer Walnuss und schaust dir dann die Nuss eigentlich an, die eigentliche Nuss an, die Walnuss. Und dann wirst du feststellen, dass die Walnuss eigentlich aussieht, fast dasselbe Bild ist, wie wenn jetzt den Schädel wegmachst und du tust dein Gehirn hinlegen. Definitiv, ja. Doppelt aufgespannter Gott. Sein ist immer so eine Sache. Verbunden, ein Sein ist verbundenes Bewusstsein. Wir, rot geschrieben, sind ein alleinziges Bewusstsein, wenn du noch vor dem Bücherregal stehst. Du wirst zu einem speziellen Bewusstsein, zu einem roten Ich, wenn du ein Programm anfasst und das laufen hast in dir. Kann ich nicht beides gleichzeitig machen? Bin ich jetzt der, der an sich denkt, denke ich an die Figur in den Romanen und sage, das bin ich? Oder stehe ich vorm Bücherregal und sage, ich bin jetzt der Geistesfunk, der jetzt dieses Buch liest und aufgrund dieses Buches glaubt, er ist dieser oder jener Gedanke. Ja. Soll ich es nochmal wiederholen? Der vom Bücherregal, wenn er an sich denkt, denkt er an sich selbst, wenn er ein Buch in die Hand nimmt und das Buch liest.
In dem Moment, wo du aber bloß dieses rote Ich bist, wenn du an dich denkst, denkst du an die Figur, die du in den Roman spielst. Dann gehst du in die Vergessenheit und du erlebst was. Gibt es nicht einen Zustand, wobei das gleichzeitig da ist? Klar. Das ist der Schauspieler, der auf der Bühne ist und keine Sekunde, egal was er spielt, nicht vergisst, was er ist, auch wenn er das Arschloch spielt. Der Witz ist aber, wenn er den Punkt hat, dass er ein Arschloch spielt, ohne dass er vergisst, wer er ist, ja, löst sich die Rolle sofort auf und er muss die Arschlochrolle löst sich sofort auf. Ja, nicht, weil er das nicht haben will. Er will auch nicht der Gute sein. Wenn ich nur einen guten Menschen spiele, habe ich gesagt, die guten Menschen sind die extremen guten Menschen, haben so viele Feindbilder. Du kommst aus der Einseitigkeit nicht raus. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Mensch, ärgere dich nicht und dann lassen wir es gut sein. Ich will dir eine Freude machen. Immer in Maßsetzung, wie mache ich einem Säugling eine Freude, wenn ich ihm einen Nucke gebe und schnuller. Da wird also der 5-Jährige, 6-Jährige keine Freude mehr dran haben. Der wird ein Dreirad haben wollen oder was auch immer. Genau. Da wird aber hier der 14-Jährige keine Freude dran haben. Der 15-Jährige, ja, der will ein Mofa. Ja, stimmt. Ja. Da wird aber der 20-Jährige keine Freude dran haben, der will ein Auto. Ja. Okay, jetzt machen wir das kindliche Spiel. Ich weiß in einer jetzigen Stufe, du hast Freude, wenn du gewinnst. Das ist ja, ja, diese Rechthaberei. Genau, das ist es, ja. Da ich natürlich viel cleverer bin, wir können statt Mensch ärgere dich nicht auch Schach spielen. Mhm. Lass ich dich gewinnen. Ja. Aber ich mache den Trick, dass ich mir das gar nicht anmerken lasse, sondern ich spiele dir vor, dass ich ja so, oh, warum verliere ich laufen, warum passe ich nicht auf? Ja. Weil wenn ich jetzt dir das merken lasse, dass ich dich gewinnen lasse, hast du ja keine Freude an dem Gewinnen. Stimmt. Ich lasse dir das Gefühl, dass du der Gewinner bist. Das ist ja übrigens auch... Das ist Wahnsinn. Pass auf, ich lasse dich ja gewinnen und jetzt pass auf, jetzt kommt der große Trick. Du freust dich, aber wer bist du eigentlich? Du bist doch ich. Ich ja mache ja mir bloß in einer anderen Form als andere Figur eine Freude. Ja. Jetzt ist die Frage, wer hat die größere Freude? Der Gewinner, der sich freut, dass er gewonnen hat, oder der Fahrer, der ja absichtlich das Kind Freude bringt, weil er es gewinnen lässt, dass er ja letzten Endes auch selber ist. Ich sage jetzt nicht selber war, sondern in dieser gleichzeitigen Hierarchie selber ist. Das heißt, ich mache mir als Kind eine Freude und mir als Vater eine Freude, weil ich mich extrem freue, wenn sich meine Kinder freuen. Ja, da hast du mal so mein Leben beschrieben, ja. Ja. Und das ja musst du dir zu eigen machen. Und jetzt komme ich nochmal zu Moritz. Jetzt selbst schon mit dem Holo-Feeling, wo du hast. Bist du als Brösel, deinen anderen Bröseln, wo du sagst, ich wurde gemobbt oder so, um eines voraus. Du kannst mit denen nicht spielen, wenn du den Trick hast. Das ja ist, du kannst ein gewisses Bewusstsein an den, Bewusstsein ist jetzt das falsche Wort dafür. Du musst kein Arschkriecher nicht werden. Du kannst den Mittelweg finden, wo du feststellst, das wird irgendwann, wird dich das faszinieren. Aber nicht durch einseitiges Überzeugen wollen oder Rechthaberei. Ja. Das ist durch geistreiche Fragen. Selbst der größte Depp kannst du schocken mit so Beispielen, wo ich immer wieder sage, hier, was hat eigentlich ein Känguru in Australien das und das gemeinsam? Da wirst du feststellen, du hast nur Fragezeichen. Und dann sagst du ja dich, weil du dir das jetzt denkst, jetzt in dem Moment. Ja, die sind alle so. Das ist ja überhaupt noch nichts. Wirst du fast keinen empfinden, der nicht erstaunte Augen macht? Gut, das nehmen die zwar nicht für voll. Ja. Ja, das merkst du. Was du bei deinen Professoren jetzt wieder machen kannst, dass du mal zu deinem Professor hingehst und sagst, ich habe ja die ganze Nacht nicht geschlafen, aber Professor, mir ist eigentlich bewusst worden, dass sie bloß ein Affe sind. Lass es dumm weg. Dass sie bloß ein Affe sind. Und dann gleich schauen, wie er reagiert, wenn du das ernst sagst, richtig ernst. Und dann dich breitgrinsend leckend und sagen, Entschuldigung, nicht, dass sie mich falsch verstehen. Mir ist bewusst worden, dass sie das glauben. Es ist nicht meine Meinung, dass sie das eigentlich glauben. Boah, das ist gut. Das hämmert die weg. Und du weißt ja, das Leben ist ja die Zähne, Shin, im Hebräischen, 32. Stimmt das? Oder ich studiere keine Zahnmedizin. Ja, sind 32 mit weißer Zähne. Leb. Das ist das Herz, eingeteilt in 4 Facetten. Du weißt die vier Seiten. Sind wir schon rein. Merkst du, dass da der Einheitskreis schon beschrieben wird? Mit den 4 Shin? Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Was du lernst, ist auch eine Auslegung. Alles, was du lernst als Zahn, als zukünftiger Zahnarzt, ist richtig. Ja. Aber das, was man dir erklärt, was das bedeutet, ist so weit weg von dem Heiligen Ganzen. Genau, das ist es. Das ist eine materialistische Auslegung. Ja, aber das muss jeder für sich selbst vervollkommen. Das ist nicht jeder für sich selbst, da gibt es bloß einen, der das versteht. Das bist du. Ja, das stimmt, ja. Es gibt ja bloß einen allereinzigen, der das verstehen kann, was ich sage, und das bist du. Egal, wer du jetzt, Exgal,
wer du jetzt zu sein glaubst, wenn du an dich selbst denkst, was du dir ja selber einredest, dass du das bist und alles andere bist du nicht. Dass du bloß der bist, der jetzt vor dem Computer sitzt und die anderen Pixelmännchen bist du ja nicht. Hättest du anders Programm, wärst du jetzt der Ron. Hättest du anders Programm, wärst du jetzt der Moritz. Ja. Und dort die Programme ja nur, ich sage immer, ein Buch sind, sind alle Seiten, alles, was in dem Programm ist, wird immer jetzt erlebt, ist gleichzeitig da. Mit der Gleichzeitigkeit zurechtkommen. Ja. Da müssen wir das gleichzeitig natürlich rot machen, dann ist das geistige Licht, weil wenn wir es blau machen, ist es ja bloß wieder eine Welle. Ein Well eines Ich. Gele-Ich. Ja. Wenn man es rot macht, ist es das geistige Licht und das ist eine göttliche Kollektion. Ein Buch, ein Leben ist eine göttliche Kollektion, weil ja das rote Ich ist ja immer verbunden mit dem blauen Ich, mit dem Buch. Und darum ist das JCH und ICH in unserem, ich sage in unserem Alphabet, ist das I der neunte Buchstabe, Neo, neun, und das J ist dann wirklich die zehn. Das heißt, als Ich, rotes I, bist du ein kleiner Gott. Ja. Als J wirst du dann ein richtiger, wacher Gott. Ein erwachter Gott. Ja. Aber dieses Erwachen ist auch wieder, da haben wir die Acht mit drin. Acht, sagst du mal Ach. Ach ist ja der Bruder. Ja. Und das ist jetzt schon wieder viel zu viel Theorie. Darum sage ich, konzentriere dich auf die einfachen Sachen. Konzentriere dich auf dich selbst. Das ist ein AI nicht existierend. Ja. Das ist Facette deines Bruders. Eine nicht pass auf, ein nicht existierend F, setzen wir als Facette, von Ach. Ja. Ach ist ja der Bruder. Diese Schöpferkollektion, der große Schöpfer. Und du bist eine Facette von deinem großen Bruder. Als kleines, als rotes Ich bist du eine Facette von dem JCH. Das heißt, JCH reduziert sich auf ein rotes Ich in Verbindung mit einem blauen Ich. Vergisst aber nie, was er ist. Stimmt. Ich erkläre dir die ganze Zeit, dass ich er bin, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ja. Absolut. Ich bin auch der, der sich jetzt das, was er sich selber ausdenkt, anhört. Vollkommen wertfrei, allumfassend, alle Perspektiven gleichzeitig. Ja. Bist du schon ich? Also du bist jetzt hundertprozentig der, der dieses Gespräch sich ausdenkt? Ja. Da musst du zuerst einmal überwinden, um zu sagen, ja, das hat doch der Udo vorher mit dem Ron und mit dem Moritz aufgenommen. Stimmt. Das ist eine Interpretation von Vergangenheit. Ja. Immer an die Fakten denken. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Ja. Tatsache, etwas Getanes. Das Faktum besteht darin, dass du jetzt deine Informationen anschaust, als träumender Geist, die du dir selber ausdenkst. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich dabei um rein feinstoffliche Gedanken hast, die du jetzt in dir aufwirfst, oder ob es sich um sinnlich wahrgenommene Informationen handelt. Schau zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, schnipp, der Moritz hat, wenn du jetzt glaubst, du bist der Moritz, hast du eine Brille auf der Nase. Wo war der die ganze Zeit? Gar nicht da, ja. Ja. Jetzt ist er da. Ja, richtig, ja. Mal also wenn du jetzt deine symbolische Brille, wenn du jetzt siehst, ist die große Frage, was siehst du auf dem Bildschirm? Ja, nur Pixel, nur dich. Das, was du jetzt siehst, das ist so eine Sache. Lämpchen. Fragst, was ich meine, da bin ich oft drauf eingegangen. Wir beschreiben nur das, was ist. Holofeeling arbeitet mit dem, was jetzt da ist und erklärt es dem, der dabei immer ist. Weil das, was da ist, blau geschrieben, geöffnete Schöpfung, unterliegt einem ständigen Wechsel von Augenblick zu Augenblick. Dreh mal den Kopf nach rechts, wenn du der Moritz bist. Extrem den Kopf nach rechts, wenn du der Ron bist. Ich schaue jetzt in die Köpfe rein und sehe zwei komplett unterschiedliche Bilder. Ja, stimmt. Ja. Weil erleben du das, der Geist, ich kann alle Programme gleichzeitig sehen. Ja. Das ist das, wo ich dich hinführe, auf diese höhere Ebene. Wahnsinn, ja. Gibt es Beispiele? Das hat nichts zu tun. Die Erscheinungen selber sind vergänglich, die sind sekundär, die sind für dich noch so wichtig. Wenn wir jetzt in unseren Chat reingehen, die Ruth mit dem Hund. Mein Hund, ich muss meinen Hund einschläfern lassen. Ich leide so. Wer bestimmt das? Dieses Scheiß-Programm, ich kann nicht anders. Sie müsste einfach zuhören, sie kann den Hund ja bloß lieben, wenn sie ihn denkt. Wo ist der Hund, wenn sie ihn nicht denkt? Ja, genau, ja. Geht er hin, wenn sie ihn nicht denkt? Wo kommt er her, wenn er gedacht wird? Ich sage, all den Dingen, die du dir ausdenkst, die werden so dir erscheinen, wie du sie denkst. Mein Beispiel mit den Negerkindern. Die haben
ich das Wort ausspreche, gesprochen habe, haben keine Negerkinder existiert und du kannst jetzt welche ausdenken und ob es denen gut geht, ob die hungern oder nicht, das bestimmst du. Was hundertprozentig sicher ist, solange du die nicht denkst, sind die in der Heiligkeit. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Gilt übrigens auch für den, der du zu sein glaubst. Da haben wir natürlich das Problem, dass du durchaus der Mensch noch in dir wirkt, auch wenn du nicht an deinen Körper denkst. Das Programm, ich sage, eigentlich kannst du rund um die Uhr beobachten. Das ist, wenn du an deinen Körper denkst, wie es dir geht, was du tust. Aber dir muss klar sein, dass du so oft über was nachgrübelst, wo innerhalb deiner Information kein Hauch von diesem Körper ist, an den du jetzt denkst, weil wir über ihn sprechen. Ja, stimmt. Wir reden von dem, was ist. Holofeeling beschäftigt sich mit dem, was hundertprozentig sicher ist und nicht diese ganzen Hirngespinste von Atome und Teilchenbeschleunigern und die ganzen Vorstellungswelten, die du dir nur denken kannst, wenn das auf deinem Programm drauf ist. Wenn ich jetzt nur eine gewisse Leere in mir habe, aber auch schon seit Tagen oder so, klar, mal hier und da kommt dann mal Trauer oder so jetzt oder dann mal Freude, wo man einfach nur aus dem Herzen raus lacht, Die du ist ja dir immer. jetzt ausdenkst. Die ich mir Ich fall jetzt. dir gleich ins Wort. Mein schönes Beispiel, ich habe 5 Stunden geschlafen, ohne zu träumen. Ich sage, Ja. das denkst du dir jetzt. Ja, stimmt, ja. Es ist dieser schöne Widerspruch, wo ich so oft wiederholt habe. Du musst es wiederholen. Die größte Fehler ist, dass du meinst, ich erzähle was und du meinst, du hättest das jetzt verstanden, du hast das Begriff. Wie hört sich eigentlich Stille an? In dem Moment, wo du Mama vielleicht da sitzt und sagst, es ist jetzt schön still, das ist ein Gedanke, der in dir auftaucht. Richtig, der ist ja schon immer Aber still. dieser Gedanke als Ding an sich ist ein Geräusch. Ja. Ist jetzt schön still, Stille als Ding an sich kannst du ja gar nicht wahrnehmen. Nee. Aber in dem Moment, wo das Geräusch da ist, ist jetzt schön still. An was denkst du dann eigentlich? Du denkst, ist jetzt schön still und meinst damit etwas, was man gar nicht denken kann. Richtig, genau das. Oder du meinst, es war vorher Lärm, aber genau genommen ist immer in dem Moment, wo Lärm ist, wenn du was denkst, ist Lärm da. Ja, Ist die ja. Stille im Hintergrund ist was ganz was anderes. Ja. Du musst nur einmal dieses Prinzip zwischen alles, was sich widerspricht, ist ein Bärchen These, Antithese, das auf einer höheren Einheit in der Synthese was vollkommen anderes ist. Ja. Dasselbe ist der Denker und das Ausgedachte. Der Adam, den wir uns jetzt ausdenken, der Denker und das Ausgedachte, ist in Wirklichkeit was ganz was anderes. Ja. Ich sage es nochmal, wenn man das sagt, diese Sägewinde Körper, Denker, Ausgedachte, was hier sehr wischiwaschi übersetzt ist, da heißt es, ich mache jetzt nochmal meine Worte dazu, und dieser Sägewinde Körper, dieser Adam ist eins. Ich nenne das jetzt nochmal eins, da steht nicht das Wort eins. Eins sind sie. Und da steht das Wort RT-Chat. Entschuldigung. Atom. ATM. Okay. Atom, das Unteilbare. Denke und aus der Adam ist unteilbar. Das gilt für dich. Du als Denker und alles, was du dir denkst, gehört untrennbar zusammen. So, und jetzt Ja. schauen wir bei wie vielen Sachen, wo du nichts haben willst. Du denkst dir was aus und willst das nicht haben. Du meinst das mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Ja, oder beziehungsweise Es wenn ist jetzt das Kind. hundertprozentig sicher, dass egal an was du denkst, dass es für dich wahrnehmenden Geist nicht existiert, wenn du es nicht denkst. Stimmt, ja. Es ist hundertprozentig sicher, egal was du jetzt sinnlich wahrnimmst auf Ja. deiner Feuerbrille, es existiert für dich wahrnehmenden Geist nicht, wenn du nicht dran, wenn du es nicht anschaust. Stimmt, ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt lernst du erst einmal, was 100% sicher ist. Ja, das, was du Weil sagst, du wirst dir bleibt jetzt mir. stilles Eingeständnis und Schweigen die eigentlich eingestehen müssen, dass du immer noch wieder besseren Wissens nach wie vor davon überzeugt bist, dass die ganzen Deppen, die du dir im Chat ausdenkst oder sonst was, dass die auch dann da außen existieren, wenn du nicht an sie denkst. Ja, Das genau. ist das Einzige, wenn du da dich drauf konzentrierst und das immer und immer wieder wiederholst, 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 versteh zuerst einmal das, den Rest schenke ich dir. Ich schenke dir, ich mache Schnipp und du hast alle Erbarungen und alle Regeln im Kopf. Freigeschaltet, wie in einem Videospiel. Okay. Ja. Aber keine Sekunde früher. Und zu meinen, du müsstest dir das jetzt mühselig einbläuen, dann hast du das Thema, wo du Genau. jetzt Schule machst, um deine Prüfung zu lernen. Das ist kein Lernvorgang.
Lernen 3 ist was ganz was anderes. Der Größenwahn, die ganze Psychologie lebt in dem Wahn des Lernen 2s. Richtig, ja. Du hast ein Programm, das lässt dir was logisch erscheinen. Es ist ja vollkommen logisch, dass ich ein sterbliches Säugetier, ein Trockennasenaffe bin, und dann kommst du dir gescheit vor. Ja. Weil du weißt bloß, was nachäffst. Ja, es ist so, ja. Was du dann in dir verwirklichst, was die Quelle all deiner Probleme ist. Es ist dein Schwamminhalt. Die Quelle all des Vorgelegten ist dein Schwamminhalt. Alles, was in deinem Computer als Bilder oder Geräusche auftaucht, ist das Programm. Ja. Drum kreise ich mich drum. Wir können uns jetzt hinsetzen, du rufst mich an und du willst den dennoch, dass ich dir den dennoch erkläre. Ja. Du willst, dass ich dir erkläre, wie ein Computer funktioniert und du scheißt laufend noch in die Hosen. Soll ich lern doch zuerst einmal, dass du nicht mehr in die Hosen scheißt. Disziplinier dich doch zuerst einmal, dass du sagst, ich scheiß zwar immer noch, ich gebe immer noch Exkremente vor mir, aber ich suche mir jetzt ganz gezielt raus, wo ich die ablasse. Ja. Also mach das nicht in unserem Chat, sondern geh auf dein Scheißhaus und scheiß in das Klo rein. Jetzt lassen wir es gut sein. Okay. Wenn das nicht, war zum Sonntag. Ich hab kein Problem damit, wenn du das weitermachst. Ich verspreche dir aber eins, als der ich bin. Du wirst ein massives Problem mit diesen unachtsamen Schmetterlingsflügelschlägen kriegen in der Zukunft. Ja. Und du wirst den Tag verfluchen, wo du gesagt hast, warum habe ich nicht auf ihn gehört. Ja. Und dann wirst du sagen, hier, da ist dann keiner mehr da, der sagt, ich begnadige dich. Ja. Weil das musst du selber machen. Du musst erst einmal ich werden. Dieses, ich nehme alle Schuld auf mich. Aber das hast du erst dann, wenn du nicht laufend an den anderen rumnöltest und den anderen versuchst, massiv weh zu tun. Selbst wenn ich weiß, es sind ja nur Programme, der ist ja selber schuld, wenn er so drauf reagiert. Ich teste ja nur, ob er so drauf reagiert. Das mache ich, nicht du. Ja. Ja. Ich habe die Urgos und die Stefans erschaffen. Denen werfe ich nicht vor, dass die so sind, wie ich sie von mir ausdenke. Wie sie ausgedacht waren von mir, werfe ich überhaupt nicht vor. Was viel interessanter sind, sind die, die glauben, sie haben es verstanden und reagieren trotzdem noch wie eine Maschine auf ihr eigenes Spiegelbild. Genau, das ist es. Stimmt oder stimmt, Ron? Hast du es jetzt verstanden mit dem Ron-Programm? Weil du bist ja auch so Konsorten gewesen. Ich spreche in einer Vergangenheitsform, Ron. Nice. Weil ich merke, du bist wirklich, du kämpfst mit dir, du versuchst es dir zu disziplinieren. Kriege ich ja auch mit so ein bisschen vom Anfang. Ich wünsche mir das auch für andere. Ich wünsche mir das auch für einen Ugur, für einen Stefan und ich wünsche mir das vor allem für den, der du zu sein glaubst. Wieso muss ich Gott mir das wünschen? Weil ich dir die Freiheit gegeben habe, dass du das selber bestimmen darfst, ob du es magst oder nicht. Ich zwinge dir deine ewige Glückseligkeit nicht auf. Wahnsinn, ja. Ja. Meine Vorstellung von Freiheit ist was ganz was anderes. Ja. Die schöne zum Abschluss, die schöne Geschichte zwischen Neo und Morpheus, wo der Morpheus gefangen genommen wird und Neo und Trinity pauken ihn in Matrix 1 raus. Und das ist ein reines Todeskommando. Ja. Ja. Und sie machen, das ist der erste freie Entschluss, weil die Logik sagt, da kommen wir um dabei. Und er macht es trotzdem. Aus brüderlicher Liebe. Ja. Freiheit ist nur wirkliche Freiheit, wenn kein Zwang, keine Logik dir das vorschreibt. Wie ich immer sage, Mutterliebe hat mit Liebe nichts zu tun, weil das ist Liebe unter Zwang. Sexualität ist Liebe unter Zwang. Ja. Die Liebe unter göttlichen Brüdern, unter Adams, da ist kein Zwang mehr. Man macht es, weil man weiß, man macht es für sich selbst, aber nicht für das Ego selbst, sondern für das rote Selbst, das wir selbst sind. Für uns. Alles, was ich mache, mache ich für uns, nicht für irgendeinen Gedanken. Es ist eine andere Ebene. Die rote Ebene ist eine ganz andere Ebene. Ja. Also spielt noch eine Runde Brüssel. Danke, Otto. Ja. Fühl dich gedrückt. Ja. Ciao, Moritz. Ciao, Ron. Ciao. Bis zum nächsten Mal.